Ich wäre kein cooler Cop, ich würde alle knüppeln. Wer seid ihr denn? Heute sind wir einfach gut drauf. Was geht ab? Grüße. Komm, lass dich umarmen, Curtis. Komm, wie sieht der aus? Wer? Ich bin hübscher. Warum tragt ihr alle so komische rosa Farben? Weil wir einfach hübsch sind, Curtis. Hey, das ist Janis. Was für Janis? Der ist Schwiffelpackmobil. Hallo? Hallo, willkommen. Wie siehst du? Was hast du? Warum hast du? Ich hab Waschtag. Warum hast du mein Hemd an? Ich hab Und warum Waschtag, hast du meine Gummistiefel hab... an? Ich sag, ich hab nichts anderes gefunden. Das sieht nicht hübsch aus. Ich weiß. Ich geh mich auch umziehen. Dieser ja, Pufftyp okay. weg, Bis gleich. Bis gleich. Onkel. Okay, dann nicht. Ich geh mich kurz umziehen. Was? Ob ich einen Jax kenne? Ja, warum? Hast du gehört? Ja, dann fick mich doch. Was willst du, Fregel? Was willst du? Du hast angerufen. Ja, ich hab dich vermisst, Liz. Ja, ich brauch schon mal wieder du ein bisschen wieder Geld Dünnschiss sein, ne? in meinem Ohr. Du arme Schlucker. Ja. Scheiße, Alter. Ja. Ich soll dir von deiner Mama sagen, du sollst nächstes Mal bitte die Hausaufgaben nicht machen. Was also du hast eine Aufgabe 4b in technischer Mathematik, hast du das falsch gelöst, soll ich dir von dir sagen. Okay. So wird das mit deinem Ingenieursteam auch nichts, Curtis. Okay. Tschüss. Leck? Wie leck? Nur 0,3% ausgelassene Frames. Ja? Eins noch, zwei noch. Also einmal, Cody hat jetzt Quarkwappen-Eis. Und ich dachte, vielleicht können wir heute mal da vorbei. Und außerdem war hier irgend so ein Typ, der will mit uns irgendwie kooperieren. Der kommt von den 44 oder so. Was und will der mit dachte, uns? Kooperieren, irgend so eine Sache von wegen, ich denke wegen Drogen oder so. Irgendwie so eine Idee haben die da. Aber ich weiß nicht, ne, ich war vorhin bei die Polizei und da hat der Typ, der ganz ruhig war, die ganze Zeit da mit denen geredet. Und da habe ich gedacht, oh, nicht, dass die uns verraten oder so. Aber ich habe die Nummer von dem Typen, mit dem ich gequatscht habe, der heißt Sven. Und ich soll die jemanden weitergeben, der was zu sagen hat. Warum bist du eigentlich am Telefon so laut? Ich habe keine Ahnung, Entschuldigung. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was du erzählt hast. Oh, Mann, ich gebe dir einfach später eine Nummer, okay? Okay. Oder sag mir das gleich im Moment später da. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Hallo? Was läuft?
Wie geht's dir? Geh mal aus dem Spiegel. Mal an. Bitte. Oh, der ist schön. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Irgendwas sexy. Was? Was? Irgendwas Schönes. Ja. Oh, eine neue Brille. Was ist das alles hässlich? Wie findest du den? Oh, der passt. Boah, was will die Alte? Ich zieh Hallo? Mal sowas an. Ja. Boah, die waren gerade alle am Park. Hm? Ich telefoniere gerade mit der Jess. Hoppala. Aus einer Abholung. Ich hab gedacht, deswegen rufst du an. Aber ich bin gerade mit Craig und Curtis beim Klamottenladen. Ich bin wieder weg. Crewfine, Dankeschön für den Prime 14. Nukulu und Chanik, Dankeschön für den Wies am 2. Was steht heute im Skript? Keine Ahnung, Bruder. Kreis der P. Das ist halt das, der Preis. Das, was er will. Ja, der Typ ist komplette Katastrophe. Ja, der ist halt nicht berechenbar, der geht das ist das nicht. Problem. Das geht gar nicht. Was das ist gefährlich auch das einfach. Ja, Timothy. Du, Curtis. Warum machst du mal den? Ja, der ist... Ja, hör genau hin jetzt, was der okay. Ries sagt. Ja, erzähl nochmal. Was meinst du jetzt? Was soll ich nochmal erzählen? Ja, was du mir mich erzählt hast hier. Hast du das mit der 44? Ja. Ja, wie gesagt, also ich werde die 44, wollte ich eigentlich auf die Route holen. Weil die halt für mich gearbeitet haben und normalerweise ist mein Way, um Leute auf die Route zu holen, die erstmal für mich arbeiten, gucken, ob die da Bock drauf haben. Ja. Das Ding ist, ab einem bestimmten Punkt haben die 44s erstmal komplett aufgehört, mir Joints zu liefern. Dann habe ich mitbekommen, dass die selber am Ticken sind. Bin daraufhin dann gestern mal zu denen gefahren. Hab mal mit ihm geredet, wie das aussieht. Und er meinte halt, jo, so wie du das sagst, ist das gar nicht, sondern wir machen ja keine eigenen Joints, sondern wir kriegen die vom Junkie Park und verkaufen die irgendwie. Und das dürfen auch nur drei Leute von uns, das haben die mal mit Timothy abgemacht. So, und dann habe ich ihm gestern gesagt, alright, dann mach dich mal drauf bereit, dass du eventuell auf die Route drauf darfst. Und dann habe ich heute wieder andere Infos bekommen, dass es ja doch Bullshit ist, was er mir da erzählt hat. Und da hängen wir jetzt gerade so ein bisschen. Okay, also aber wollte Timothy nicht für uns ticken? Genau, das hat er ja auch gemacht. Ja. Und das Ding ist, der wollte halt erstmal allein ticken und irgendwann wollte er uns drei Leute, sag ich mal... Warte mal, bevor wir weiterquatschen, Mila hat mich gerade angerufen, hat die euch schon das erzählt? Ja, hat die erzählt. Okay.
Der wird uns drei Leute von sich vorstellen, die auch noch am Ticken sind. Dann quasi, ab dem Zeitpunkt, wenn er uns die vorgestellt hat. Und ja, jetzt machen die das wohl schon, ohne dass er uns die vorgestellt hat. Bloß, dass ich die Info bekomme, dass bis hier angeblich unter Preis verkauft. Weil wenn Danjo zum Beispiel irgendwie... Und Timothy ist jetzt, hör zu, was für eine Gang? Hör doch zu, 44. Und Danjo will zum Beispiel Sachen verticken für uns. Geht am Würfelpark und die sagen alle, die kriegen bei Timothy günstiger. Freundschaftspreis, blablabla. Bla, bla, ja, dann schick den Haseln. Jack und ich haben den schon eine Ansage gedrückt. Aber ob der das versteht, weiß ich auch nicht. Jack hatte da noch irgendwas vor, aber ja. Das ist mal alles ein bisschen zu sketchy, um die drauf zu lassen, Digga. Wenn ich die jetzt schon wollte, stirb mir drüber. Nee, Digga, das ist alles übel sketchy mit. Ja, dann lass die nicht drauf, bis wir das geklärt haben. Also folgendes, eigentlich können wir das ja eigentlich so machen, was Jack eigentlich vorhatte. Bevor ich da jetzt noch weiteres erzähle, sage ich euch dann später was von. Wenn das geklappt hat. Das ist super. Wann bekomme ich eigentlich meine gelbe Flag? Weiß nicht, geh mal auf Achso, die Knie. Achso, Reetz, komm mal her. Weißt du, was kurz? Ich jetzt mache? Geh mal auf die Knie, Kumpel. Ja, ich zeig dir jetzt, was ich mache. Wenn du das mehr als 20... Ich geh mir jetzt einfach eine Kaufe. Können wir am Arsch lecken, Tracking, Yardies. Ich piss auf deren Fleck. Klar mach ich das. Ruhe, Scully. Tricking Yardies. Komm knattern. Ich hab keine Angst vor euch. Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass ich krank bin. Ja, ja. Angst, dass du das im Brett bekommst. Komm in die Gang Wars Pommes, Junge. Zeig dir, wer der Chef ist. Erstmal ein gelbes Fleckchen holen. Ich rufe die Bullen, ich hab Vorfahrt. Ja, ja, Lucky hatte ja Urlaub, aber wir haben das nicht geschissen bekommen mit D&D. Deshalb werde ich soon. Wo ist denn die dreckige Fleck? Kann ich auch nur suchen hier, Alter. Ah, da ist er doch. $40 war klar. Ja, die. Jetzt wieder reingekegelt. Jetzt werden Leute hops genommen. Ja, ja, kostet nur $40, um bei den Yadis Mitglied zu werden. Orangene Fleck hat keiner mehr, war vorher 56. Aus der Projektmappe. Geh nix Blood out, hab keinen Blutschwur geleistet. Blaues Einsatzteam, ja. Ich hab da auch keinen Überblick drüber, Mann. Das schönste Auto im Spiel.
Ey, es leckt hier in der Southside wie scheiße, ne? Wo stehen die ganzen Pissautos? Bei uns? Ich müsste mal eben ein Wäffchen in der Hand nehmen. Der Transport, du siehst den Transport, bumm, und es muss losgehen. Ja. Was geht ab? Was geht ab? Hi. Oh, Curtis, du siehst ja so süß aus, ne? Das steht mir richtig. Das betonen meine gelben Zähne. Tut's wirklich, bin ich ehrlich. Ich bin jetzt Yadi. Bist jetzt Yadi. Ich mach jetzt Stress und so, Grund. Aber der Deal ist noch nicht durch, auf die Knie gucken. Ich hab meine Lupe nicht dabei. Ja, ist ja egal. Ja, ich hab Flashbacks bekommen. Jungs, ich hab Patchover gemacht zu den Yadis. Geil, oh, ja, hey, bist doch halber Rocker geworden. Ja. Sieht gut aus. Unten bin ich Junkie Park, in der Mitte bin ich Lost und oben Yadi. Alles aus dem kleinen Shop, 40 Dollar. Will einer Stress in meiner Gang? Ruhe jetzt. Ich bin bei den Yadis. Wir haben alle kleine Schwänze. Ja. Aber und wir knattern immer. Halt, Alter. Deine Gummistiefel machen mich. Entschuldigung, ich hab einen Freund. Du Ekel. Was soll das denn heißen? Verschwinde. Ach, stell dich nicht so an, Baby. Aua. Geh weg. Warum? Ich hab mal gucken, ob du mich erkennst. Wer bin ich? Du bist Kerl. Wie hast du das rausgefunden? Ich nach Schwan. Ja, wo sie recht hat, ne? Abgezählt. Ich schwör, Digga, lass mal miese Brettchen verteilen gehen. Ja, bin ja, ich los. Dabei. Ja, mach mal irgendwo Stress. Ja, er kann es ja auf Anhieb. Wir nehmen Curtis mit. Werfen wir in den Kofferraum oder so. Schwab hat das ein bisschen verlernt. Okay. Ich kann auch zunehmen. Ah ja, dann, wird Schwabbel. Dann wird Curtis einfach der neue Schwabbel. Das sehe ich, ja, das fühle ich. Mhm. 30.000 oder das knallt. Richtig, so. Genau so. Hopsnitches immer sagen und so weiter. Ey, gute Schwabbel. Hallo, Motherfucker. Aber Schwabbel ist eh wieder verliebt, also von daher. Hm, was mit Schwabbel? Schwabbel ist eh wieder verliebt. Ach so, schön. Ich bin ja verliebt. In der falschen Mädchen. Wie soll ich das begegnen? Wer ist denn das Mädchen hier? Die Tante. Ach, Tante. Wie geht's dir? Gut, und dann hängst du mit uns ab, mit uns Trekking-Adis? Ja. Geil. Scheiß Junkie-Punk, ich hasse die alle. Oh, ist die guten Tag. Halt die Klappe an. Was denn? Du siehst aus wie Hulk Hogan, Junge. Ja, das sogar. Ich muss dir gleich mal Klamotten holen gehen. Aber wo sind deine Schuhe? Alles weggeschmissen gestern. Jack. Gehen Sie mal da hinten zu der Onkel. Why? Wohin? Links von dir. Ah, wo? Ja. Ja. Mila, mir fällt gerade was ein, ne? Was denn? Die Gummistiefel standen nur die ganze Zeit draußen. Da hat ein Vogel drin Eier gelegt. Echt? Ja. Aber, Doch, ich habe den Vogel immer gefüttert. Moment. Da sind Eier drin. Guck mal. Boah, geile Füße. Mila, zähl die Gummistiefel wieder ein. Kommst du nicht raus? Die Karren sind zugepackt. Oh, ich mach schnell ein Foto. Hey. Du darfst keine Füße machen. Fotos. Und Füße auch nicht. Du Ekel. Genau, du Ekelpaket. Cody's hat jetzt Quarkwappen-Eis. Können wir da heute hin? Bitte, bitte, ja. Bitte, 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 ja.
erst ab nächste Woche auf der Karte. Also aber dafür küsst du den Ring. Hey, hast du Cockring? Bah, schon wieder Müll am Finger. Mila, das gibt's aber erst halt ab nächste Woche zum Verkauf. Ne? Das kriegst du zwar nachher, aber... Das guck mal, wie das rumschlabbert. Ich fang das mit meiner Zunge. Da, ich wisch das ja multiple nehmen ab. Ey. Bah. Wenn das getrocknet ist, wird das ganz hart wie Craig seine Socken. Jo, wird's kracken, Homies. Wir are the Artis. Gehen, gehen. Hä? Du übernimmst Platz. Du, wer, was laberst du, meinst du? Der hier recht. Achso, ja, ich würde auch. Ich bin jetzt der OG. Ja, egal, dann gewinne ich wenigstens mal. Ja. Das ist der neue Vater. Wo ist die Kasse? Gib mal all euer Geld. Wir müssen sparen. Ich hab kein Geld. Wir brauchen einen Traktor. Oida, da bin ich direkt dabei. Oida. Beim Traktor bin ich direkt dabei. Oida. Oida. Lol. Was hast du jetzt gesagt? Omega Lull. Was wird das hier, wenn's fertig ist? Hallo? Bist du schon wieder am Flirzen, Mila? Och nö. Och nö. Du das verraten? Hallo? Ich verrat das, hallo. Was will das hier, wenn's fertig ist? Ich verrat das, wie nix. Du heute gesungen hast. Ich hab nicht gesungen. Curtis, sie hat mir heute ein Lied vorgesungen. Welches denn? Im Kleidungsstore. Was für ein Lied? Doch, hat sie. Hat ich sie hat nicht. Extra so. Mila, sag mir die Wahrheit. Das könnt ihr jetzt ausbaden. Haha. Ich weiß nicht, wovon der redet. Du lügst mich an? Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich hab nicht gesungen, außer vielleicht nebenbei so dub dub die dub, aber ich weiß nicht. Nicht absichtlich, dann war ich zu konzentriert. Du belügst mich? Nein. Paul Blatt, lüg mich nicht an. Ich lüg nicht. Okay. Kleidung. Boah, ich kann nicht auf diese Gummistiefel gucken. Ich werde ganz nervös. Ich weiß, was du meinst. Die sind auch sehr bequem. Ich finde es so geil, wenn du läufst und die quietschen, ne? weil deine Füße zu dick sind. Und die nicht. Hast du schon gehört, was gestern passiert ist? Was ist passiert? Die haben mit den Geiseln am. Und nicht auch beiden, ja, ne? Okay. Wenn andere was zuhören. Denn? Wie war das so? Ja, wir haben auf Polizeimann geschossen. Oh oh. Wissen die, wer ihr seid? Wurde irgendjemand geparkt? Mhm. Okay. Aber mir wurde ins Bein geschossen. Da ist ein bisschen Blut im Bett. Ja, das ich wollte ich das erst auf dich schieben. Aber wir haben erst den zweiten Elfen. Wusste ich doch, dass es die Tante ist. Ja. Hab ich an dem Auto gesagt, dass es die Tante ist. Ich bin das freut. Aber geht schon wieder, war nur ganz kleine Wunde. Eine Kugel nur. Ja, danke, selber. Auch so. Warum schreit ihr mal so, ihr Mistkinder? Halt dein Maul. Halt die Fette, Schnauze. Junge, ich hoffe, du nicht hier. Und die Dicke soll klappern, sonst klatscht es. Hast du einmal die Jadi-Fleck an, da bist du direkt großkrotzig, wa? Ja, jetzt kann ich mir erlauben. Wir sind gut rausgekommen. Das. Aber so viele Verletzte habe ich noch nie gesehen. Und was habt ihr bekommen? Nix. Doch ein bisschen. Oh, okay. Was denn? Komm mit zum geheimen Busch. Baum. Okay. Hier kann uns keiner abhören. So einen Ausweis, 4 Schutzwesten, fast $200,000. Ich glaube, einen Schlagstock. Sowas. Ja, warum hast du nichts du kannst doch hier nehmen, meinen Ausweis. Was soll ich damit? Wenn wir einen brauchen. Du bist von 95? Ja, 5, also 9, also erst kommt die 1, dann 9. Das ist meiner. Du bist älter als ich. Ja.
2 Jahre. Ja, du Jungspund. Oha, ich habe eine Mutti klar gemacht. Ich habe eine Mutti klar gemacht. Ich bin kein Mutti. Noch nicht. Obwohl, wir haben noch den. Wie heißt der nochmal? Wie heißt unser Kind nochmal, was so, was immer Farbe ist und dick ist und kaum laufen kann? Körbsen, ne? Der immer so hängt zur Seite mit dem Kopf auf. Ja. Der immer versucht, Besteck zu essen. Ja. 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 Den haben wir doch in eine Garage gesperrt. Ach so, der. Weißt du nicht mehr? Ja, klar. Den wir ärgern den doch immer. Wir hauen doch immer gegen die Tür und schreien, Körbsen, komm, Körbsen. Und dann regt er sich auf und rennt mit dem Kopf gegen die Tür. Ja, der ist voll dumm. Ja. Der ist von uns. Na klar ist der dumm. Warte, das meiste hat der Welt. Körbsen Cousin Kusch heißt der. Körbsen, wie? Körbsen Cousin Kusch. Ach so. Ja. Der ja, hat nur einen Zahn unten rechts. Und wenn er den Mund zu hat, gilt der Zahn über die Lippe. Wann wollen wir den schlagen? Hä? Wann wollen wir den schlagen? Wir setzen den aus bei den Rockern. Wir fahren ihn irgendwann nach oben. Als Opfergabe? Sollen die sich um den kümmern? Okay. Nur wie spät ist es? 3. Nein, 20. 2020. Warum kopierst du meinen Style, Bitch? Was war das denn jetzt? Warum kopierst du mich? Ich kopiere dich gar nicht. Du hast das gleiche an wie ich, du Pellner. Was soll das denn? Hast du auch ein super Sparangebot gekauft? Ja. In eine Kabelkiste. Okay, dann warte schon mal wieder zurück. Ich muss jetzt Business-Sachen klären. Dann gehen wir nach Cody's und hauen uns die Wampe voll. Und lass es quietschen, wenn du rennst. Riesen Ding. Ja, was geht ab? Was geht? Besprechen wir was Internes? Ja, bisher ist ja. Was machen wir? Ach, stimmt. Keine Ahnung, ich wollte Überlegen gerade PD-Stürmen Brettchen heute. Verteilen. Brettchen? Okay, bin dabei. Ja, PD-Stürmen. Ja, okay. So einer auf 100.000 und das knallt. Ja, okay. Ich hab überlegt, dass wir heute auf mehrere Stellen gleichzeitig reingehen. Also ein Jahr die pro Gang, also wir gehen hin. Schutzgeld, ein Jahr die pro. Ja, ich überfahre da mit dem Auto die Leute, die davor stehen. Damit ihr Platz habt, um reinzugehen. Digga, du gehst zu 187. Okay. Du bist 187 heute. Du, deine Gang ist 187. James geht zu den BOM. Nee, 44. Dann, okay, 44. Dante geht zu BOM. Hier, also Ed macht das hier bei euch. Und ich gehe zu Fischer. Und bei jedem sagen wir 100.000, es knallt. Ja, und wenn die keine 100.000 gehen, dann knallt's. Geile Pommes. Richtig geile Pommes, Jungs. Was hast du Stress? Ich bin von den Yadis. Dreckiger Yadi. Willst du ein Brett, du Lutscher? Sag wohl, dass ich eine Maske auf habe. Hast du deinen Bandana angerotzt? Na und? Ja, Schmutzbandana. Das ist jetzt unser Park. Gut. 10.000 und es knallt. 20.000 oder es knallt doppelt. Geh zu meinem OG. Ich weiß deinen Namen nicht. Riechst du Vollidiot? Mir doch egal. Wo ist denn Johnny? Projects. Ja, der Schein kaufen. Ist gerade einkaufen mit der Tante. Junge, habt ihr euch gedacht, ja, Hase! Und da morgen da. Grüße. Und du schaltest mit dem Punking zurück, ne? Was hast du gemacht? Du aggressiver Pildbull. Ich bin. Warte kurz, Zeit. Chill mal, ich bin die Ruhe in Person. Du? Ja. Ja, du bist wie Obelix. Du bist damals in so einen Supertrank reingefallen. Du bist nur Fresser. Warte, ich ruf dir zurück. Lüge. Ich hab dich im Auge, ich bin jetzt bei den Yardis. Okay, wenn du von Yardis bist, schieße ich nicht gegen dich. Ich hab gehört, du bist frech zum Junkie Park, Kollege. Was soll das? Scheiß auf den Junkie Park. Du bist frech zu denen? Dreh dich mal um. Warum? Zeig mal Arsch. Du kriegst gleich ein Brett. Zeig mal Arsch. Halt die Klappe. Zeig mal Arsch. Sag das noch einmal. Zeig mal Arsch.
Aber, Arsch. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt von Komm, kämpfen, von, komm! Ja, die eher aus wie ich hab jetzt ja die Power! Oh, sag mal! Jetzt reicht mir das hier aber! Komm! Zack, hast du eine! Kriegst direkt noch eine! Schlagen wir auch? Ey, ich schlag nicht mein OG! Ich bin der OG! Zu den OG. Hallo. Falscher OG James. Nee, ich hau schon in den richtigen. Da, aua. Oh. Muss umhauen. Oh, sorry. Aber James ist gerade auf. Zack, hast du einen Hang? Ja, was haust du mein OG? Was willst du denn jetzt? Ja. Er rennt in die Faust rein, Idiot. Du rennst weg, Leute. Oh, ey. Da liegst du, Lutscher! Da liegst du, Lutscher! Keiner haut mein OG! Du Hund! So, OG? Ey, hau mich doch nicht! Ich hab dich beschützt! Egal! Ich bin jetzt der OG der Adis! Oha! So, lass dir in Ruhe! Au! Oh, oh! Oh, 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 oh! Öggi, hallo, hilf mir! Kommt! Oh. Ich bin wieder du kriegst auch noch eine! Ey! Ja, guck mal, siehst du, wer ist dein OG, Junge? Okay. Das sind Disziplinarmaßnahmen! Komm, James, komm! Komm, wir machen den fertig! Zack, hast du eine! Aha! Komm! Ich beschütze dich, du Haus. Komm! Jetzt komm, wir müssen kühlen. Aua! Komm, hau drauf, James! Jack, noch hin! Oh! Bam! Aue, au! Oh Gott, ha! Schmerzen! Mann, ich! Aua! Da kriegst du eine. Schmerzen! Aue! Komm, Jack, mach die Party, die Lutscher! Oh, 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 oh! Da liegt sie! Oh, da liegt sie! Oh nein, James, bitte nicht! Aua, ah, aue. Aber warum ich ab, Bruder? Was soll das? Kriegst noch eine. Ja, mir Judy eben. Und geht's wieder gut, doch nicht. Ja, Tempest, ich hab gelernt. Nein, ich weiß jetzt, wie man kämpft. Da liegst du auch noch. Ich bin aber immer noch schlechter drin. Oh, oh, da geht keiner an. Du warst auch noch frech. Hallo, hier ist wieder morgen. Hier sind einige Man down. Ey, ich wollte telefonieren. Also ist richtig down. Willst du auch noch was sagen? Was soll ich denn sagen? Ja, weiß ich nicht.
Ich wollte sagen, ich bin stolz auf dich. Nein, der Junkie Park ist bei der Polizeiverwahrstelle gegenüber. Mehrere Verletzte. Eins, zwei, krasse Schminke, der Boy. Auf jeden Fall. Die haben sich gehauen. Ja. Ja, Permadeath. Ja, oder? Finde ich auch. Finde ich auch, ist ziemlich unproduktiv. Aber was soll man schon tun, ne? Wenn die sich hauen, dann hauen die sich halt. Und ich kann ja nicht viel dagegen machen, weil ich bin ganz schwach nur. Und die hauen sich und da komm, ich bin nicht so gut dazwischen zu. Ich hab auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich ja, natürlich. Dreifaches Haha. Ey, Jifke. Ha? In meinem Rucksack ist Duplo drin. Kannst du mir das geben? Ja, steck ihm das bitte in den Mund, Mann. Ich will's sehen. Ja, steck's mir in den Mund. Aber ich muss sagen, seitdem Curtis die Flag auf hat, ist er besser im Coxen. Also, schlägt sich auf jeden Fall besser. Was? Boah, alter Bruder, wie sieht dein Charakter aus, Junge? Reinster Zirkus, Alter. Betreib nicht, Junge. Ich hab Angst. Du bist ja am Fressen, Alter. Richtiger Hulk Hogan, Alter. Aus dem Junkie Park. Hollywood RP, by the way. Genau, richtig. Ja, viel weh. Und das Problem ist halt, der Curtis war schon vorher schon verletzt. Aber nur im Fuß. Wie, das ist doch schon Hollywood RP, oder? Ich meine, alle anderen machen das doch auch, also muss das doch gut sein. Baby, baby, ey, baby, oh. Ich glaub nicht. Avo, Alter. Das kann man nicht atmen nennen. Bah, eklig. Ja, der atmet. Schiefpimmel, warum willst du... Ach, Schiefpummel. Warum sag ich Pimmel, Alter? Bruder. Warum liegst du? Ich hab mich geprügelt. Ich hab wieder 6 Jahre, die ist weggeboxt. Wann willst du denn releasen? Schiefpummel. Okay, alles klar. Haben die Vögel sich jetzt echt rumgehauen? Ja, Mann. Mhm. Alter. Hi. Okay. Vielen Dank. Hau rein, Alter. Boah, wer ist denn der Hässliche hier mit der schwarzen Hose? Kalix und Lutscher. Du bist doch Chris. Wer ist das? Mila, wer ist das? Hm? Wer ist das? Curtis. Tiefgeflor, dein Sub wurde auf jeden Fall in der Liste angezeigt vor 11 Minuten. Weiß nicht, vielleicht hat Stream Elements gerade ein paar Probleme. Aber dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Haben die 30 gegenseitig ausgenommen mit einem Punch? Nee, ich wurde umgetreten. Haha. Nachdem die lagen. Moment, die sofort die Kutte aus. Da sind meine Patches drauf. Ach ja. Da ist das. Oma, beruhigen Sie sich. Ja, könnte ich mich dran gewöhnen, auf euch herabzugucken. Ja,
Ja, selber schuld, Köpsen, was kickerst du hier rum? Da noch? Pain Dealer, danke für den Resub im 26. Allmann Crazy KHD, danke schön für den Resub im 5. You dude. Neox, danke für den Prime im 2. Genauso wie JaxTV, danke für den Prime im 2. Freaky, danke für den Prime im 24. Und Karibik Frank, danke schön für den Resub im 3. Also. Köpsen ist nicht von der P-Update, der wurde da gekickt. Oh, der Arzt, mir geht's nicht so gut wegen. Er wurde gebannt, nix gekickt. Er wurde verbannt. Oh mein Gott. Das ist ja noch schlimmer. Hallo, Motherfucker. Mr. Iron Patriot, dankeschön für den Prime im 11. Du wurdest gebannt? Er ist Verräter. Ja, ja, Köpsen. Schande. Er hat Vater in den Rücken gestochen, schwör bei Gott. Nein, hat er nicht gemacht. Dann wäre sein Kraftwerk aus, für immer. Wie, du hast Zit in den Rücken gestochen. Hallo? Bist du des Wahnsinns? Verräter. Das hätte ich dem Cousin zugetraut, aber nicht dir, Körbsen. Du bist loyal, Cousin. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ah, hallo. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Nicht so gut, okay. Also ich fange jetzt bei dem Herrn mit dem gelben Bandana an. Ich werde ihn einmal so ein bisschen... Ja, das bin ich. Ich bin Dreckiger Aldi. Okay. Hey, Bruder, was ist das denn? Ging. Ich taste ihn mal so ein bisschen ab. So. Ich habe einen vom Hinterkopf bekommen. Dann auf den Hinterkopf gekriegt. Mhm. Ein Mädchen hat mich geschlagen. Boah, kriegst du eine ganz schöne Beule, Kollege, ne? Kannst du dich gleich wieder hinlegen. Ja, ich glaube, das war das Mädchen, was geredet hat. Wenn ich da jetzt mal raufdrücke, tut das doll weh? Mhm. Okay. Da brauche ich auf jeden Fall Wassereis. Gibst du da ein bisschen Eisspray drauf? Ey, Windman. So. Komm, ich umarm dich, Schatz. Sehr gut. Boah, ich bin halber Jack. Okay. Ekelhafter. So, aber... ist auf das auf den Oberkörper. Hey, haben Sie auch einen draufgekriegt, kann das sein? Ja, überall. Kann ich Ihnen mal eben hochhelfen? Ah, ich ruf zurück. So. Frisch. Gut. Kriegen Sie mal ein bisschen Voltaren auf den Oberkörper. Ist das kalt? Ja, ein bisschen. So. Okay. Verdammte, gut. Digga, du siehst so scheiße. Werde ich gleich nochmal ganz kurz erst deinem Kumpel helfen, der ja noch liegt, und dann kümmere ich mich um euch vier nochmal. Es geht nichts über Mike seine Maske, Digga. Ja. Mike hat die wildeste. Ein wunderschönen guten Tag. Schrei dir nicht so rum. Hi. Ich schrei doch gar nicht. Was hast du gemacht? Ich hab mich gepugelt. Ich hab 6 Jardis weggehauen. Geil. Und ich hab gerade. Ja. Hast du aufs Maul bekommen? Nein, ich hab 6 Stück weggehauen. Ja. Du bist ein Dummkopf. Warum lache dir? Das ist brutal. Ich bin krass gefärbelt. Richtige Maschine. Oh, Samba. Ja, wie siehst du denn aus?
Ja, ich muss ja gucken, dass auf meinem Garten alles in Ordnung ist. Er hat sich schon beschwert, warum da Müll auf dem Rasen liegt. Ja. Die Adis haben auch wieder auf dem Rasen geparkt, ne? Was haben die gemacht? Ja, da hinter dir die. Haben auf dem Rasen geparkt. Was da weggefallen? Und Samba ist hier der Hausmeister. Mila, warum hast du mich nicht verteidigt? Warum hast du nicht Schuh geworfen? Ich hab Schuh geworfen. Bis sie mir ausgezogen hätte, ne? Hey Tyrese, willst du die Uhr haben, die schenke ich dir. Ich brauche die nicht. Ich will das nicht haben. Dann schmeiß ich sie weg. Das ist ein türkisches Imitat. Bist du Promaster 3? Ja. Was ist mit deinen Haaren passiert, Mamo? Ich hab's doch immer nach hinten gegeben. Ich hab's einfach mal nach oben gezogen. Hast du türkisches Gel drin? Ja, Wax. Wax. Du bist ein Lutscher. Ich komme in deinen Turf und scheiße in den Briefkasten. Mach das. Weißt du nicht mal, welcher Mann er ist? Na klar. Okay, der Pappkanton an der Ecke. Oh, oh scheiße, was ist ja wirklich fuck, Mann. Soll ich die Haare nach hinten gehen? Das ist schöner. Ja. Ne, deine Igelhaare sind cool aus. Die hier? Okay. Erinnert mich ein bisschen an die Bravo und so. Ja, ja, ah, ich kann sagen, so Michael 16 zeigt sich das erste Mal nackt. Was? Ja, ja. Okay. Mila, wir brauchen ein Schwarz-Weiß-Bild über dem Bett. Von deinen Gummistiefeln. Aber so ein großes Leinwandding. Ich werde niemals zu euch kommen. Das ist hiermit erledigt. Verstehe ich nicht. Ich finde das interessant. Endlich mal was Neues. Ja, kommt jemand zu dir? Brauchst du jemanden? Ja, der Doktor ist doch da. Doktor! Ach da. Ich werde mich jetzt in die Koje begeben, gute Nächtle. Schlaf gut. Machst du das? Und Hände bleiben über der Decke. Was für eine Decke, der hat keine. Ich hab gar keine Decke. Siehst du? Depend auf Europaletten. Mit LEDs drunter. Aber Bruder, wer den wenigstens. Ich bin auch LED-süchtig, nachdem ich aufgehört habe zu koksen. Aber ich werde immer besser am Kämpfen. Ja, das war aber die Flag heute. Die Flag. Du hast den inneren Yadi gefunden. Ja. Das hat man gesehen. Niemals. Doch, doch, das ist meine. Nein. Doch? Doch, wir haben getauscht. Nein! Ich hab Schwabbel bekommen, hallo? Das ist ein guter Deal. Echt? Ja. Mhm. Ja. Mila, du bist jetzt mit Schwabbel zusammen. Memo, ist das eigentlich eine Versacke-Sonnenbrille? Oder du ziehst rüber aber zu den Yadis. Aber die haben sie fließend Wasser. Bei uns gibt's keine Frau, Mann. Aber wir haben auch fließend Wasser, seitdem wir umgezogen sind. Aber ich hab probiert, aber wenn ich nach rechts auftrete, passiert nichts. Soll ich mir das mal angucken? Komm, ich kenne mich mit Rohrverlegen aus. Aber nur mit Bauarbeiter-Dekolleté. Richtig. Ich zieh mir auch keinen Blaumann an. Oder nur Blaumann, oben ohne. Aber das kostet okay, extra. Curtis, diesmal kannst du nicht zahlen. Was zum Teufel? Ja. Der hat's aber eilig. Du legst einen Schmutz, du Lutscher. Ich sitze. Du sitzt im Schmutz, du Lutscher. Und hier liegt schon wieder alles Müll rum, ne, Samba? Du musst mal wieder durchfegen. Ja, ich sag's dir, ich ruf die Straßenreinigung an. Da wird die einmal drüber gefegt. Ja, ruf Macken alles gern mehr. Sagst du, die sind gut? Ja, die machen alles blitzblank. Mal danach mehr Kondome da wieder vor. Die klettern sogar in den Gullideckel rein. Gut, gibt's da noch Luftballons da raus? Keine Ahnung. Das wäre nämlich schön. Boah, Mila, Baby, diese Schuhe, ne? Ja, einfach köstlich. Der Jax hat mir erklärt, wie das geht, wie man Weiber klärt. Wie denn? Der meinte, schöne Schuhe, lass ficken. Was, Bruder? Was, Bruder? Hast du mir erklärt? Ach so. Was, wer hat das gesagt? Der Jax? Ja, der Jax. Du meinst, du hast es in der Schule so mitbekommen. Das funktioniert nicht. Also, Flirting-Tipps vom Jax würde ich natürlich annehmen. Der hat eine Freundin. Hat er das? Der hat keinen Freundin. Der hat einen Hörgerät. Wie teuer ist die Stunde, Bro? Ja, ich wollte auch gerade sagen. Wie viel zahlt denn der? Der hat keine. Wer hat eine Freundin? Fünf. Der hat eine Freundin, aber die redet nicht. Tja, denkst du. Die hat schon, ich kann die nicht schneiden. Ja, wenn du die berührst, dann macht das immer. Die ist taubstumm. Deshalb hat er sich die Luft vom Bau ausgeliehen. Na, eins und eins gibt zwei. Wo ist denn jetzt der Arzt denn? Hinter dem Busch. In den Busch? Ah, da.
Warum hast du eigentlich schon wieder so Shorts an? Lass die Shorts Apache. In Ruhe. Lass die Shorts in Ruhe. Du musst ja aufpassen, nicht, dass die Eichel rauskommt. Ich seh dir jetzt ja auch an. Das passiert nicht. Hoppala, gut. Oder Invox-Boss, du keine Sorgen machen. Pep, oder? Richtig. Gut. Eine gute alte Speedpimmel. Kamagra. Eine Kamagra heißt das, ne? Ja. Ja. Was zum Teufel? Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Von wem? Komm, wir packen jetzt einfach unseren Schwanz aus und pissen auf ihn. Hallo. Ich hab keinen Schwanz. Nimm meinen. Warte mal, was hast du gesagt? Alle, die jetzt noch irgendwie eine Behandlung brauchen, dürfen sich mal eine Reihe vor mir aufstellen. Oh. Ach, eine Schlange. Du nicht, Memo. Doch, ich hab mich echt verletzt. Ja, geh weg. So, aber geh nach hinten. Du denn noch dreckiger Yadi, geh weg hier. Ich? Am Kopf. Nee, vor mir. Ja. Gehört es. Was wollen heute alle? Dränge zu. Mach ich dir da mal so ein Verband drum? Du so. Piekst dir im Auge. Nein. Okay. Das ist kein Taco, das ist ein Hotdog. Gibt's noch Schmerzmittel? Geil. Jetzt haben wir Erfolg. Das ist alles gut, Digga. Das ist gar nicht gut. So. Ich danke dir. Ja, ja, kein Problem. Alter, was hast du denn? Ja, auf meinen Schuhen. Der Wirbelsäule kommt. Wieder gerade biegen. Ah, toll. Ich hab auch 100 Schmerzen. Ich hab aber Schmerzen hauptsächlich, aber andere. Nein, aber wir abschätzen. Ich glaub, ich sag jetzt. Zu viele Stimmen in meinem Kopf. Ganz sicher, ganz sicher. Ich geb hier ohne Morphium rum. Echt? Also nein, ja. Aber ich würde Morphium nehmen. Sie würden Morphium nehmen. Ich mal kurz. Haben Sie was für herzlich willkommen in der Texas Nation. Wenn nicht. Ah, ich habe leider nur 9 dabei. Ich brauche selber noch 9. Sorry. Ist so. Für was brauchen Sie? Lass doch einfach bitte alle. Geld nicht so viel. Die kommen, warten Sie. Aua. Oh, Morphium. Ich kriege Ibuprofen. Oh Mann, schade. Okay, ich danke dir. Dann sind wir die Pink Panther Gang. Danke. Hallo, Mr. Hans. Ich habe immer noch Schmerzen am Hinterkopf. Ich brauche einen coolen Akku. Ein cool Akku, okay. Glaub, oh mein Gott. Ich hab hier so ein Ding, das ist ein Einmal-Akku. Den drückt man einmal rauf, dann schüttelt man das ganz doll durch. Okay, so? Ja, genau. Okay. Dann wird's kalt. Ja. Und jetzt mir wird warm. Und jetzt halt. Okay, ja. Ich halte das im Hinterkopf. Könnt ihr aufhören zu flirten und zu schmerzen? Hab ich den aus seiner Rolle geschleudert, Junge? Hast du das? Hat bis jetzt alles getoppt. Ich kann dir noch eine reinhauen. Look einfach, oh, danke. So, war's nicht. Ja, Mann. Ich muss, ich können wir. Kann ich das Kuhlauch auch hinter der Kappi klemmen? Was möchtest du mit meiner Cappy? Nein, meine. Kann ich das da hinten so reinklemmen? Ja, kannst du das auch da muss ich das nicht festhalten. Okay. Sei mal nicht so faul hier. Wo ist Mila? Ich bin fünf Fässer, das auch sein. Ich wusste ich wohl. Hallo, Motherfucker. Mila, ich bin ganz doll verletzt, du musst mich fegen. Hallo, Opa. Nein, du bist Opa, will die Bunker. Ja, hallo, Kurt. Was geht ab? Du alter Sack. Alter Sack? Hallo, ich bin 45. Guck dir mal die Reiterstiefel von Mila an. Das sind Reiter? Ach so, ich dachte, das wären Strümpfe. Nein, das sind Gummistiefel. Okay. Bringt jemand wir haben einen Wasserschaden zu Hause. Ah, ihr habt einen Wasserschaden? Ja. Was ist ich habe auf der Seite geschlafen, da kam Wasser aus meinem Ohr. Hallo, aus deinem Ohr? Jetzt halt mein Gehirn Durst. Okay. Hast du das? Deshalb müssen wir gleich nach Cody's. Okay. Wo ist denn hier die kräftige Steffi? Ist die auch da irgendwo? Boah, ruf die mal, dann muss da eigentlich der Boden wackeln. Ja, ne? Wer bist du denn? Hä? Wo hast du nur die Kutte her? Ich war gerade im Second-Hand-Laden. Nicht, dass du wieder Ärger bekommst. Das ist Baumarkt.
Aha. Nichts. Ja, komm, wir gehen zu Cody's. Nee, ich wollte dir was geben. Ja, komm. Ich hoffe mal ein bisschen Liebe und Vertrauen und ein paar Knutschers. Und vielleicht einen zärtlichen Streich über meine Wange. Vielleicht nimmst du mich um meinen Arm. Lecker. Kauquappen. Komm, Amelia, das ist angeschlagen. Komm lieber zu mir, ich bin viel hübscher. Gar nicht. Hä? Das war aber schnell weg. Probier. Boah, voll weggeschlabbert. Das. Oh. Chiki-Nagi-Eis? Gefroren? Gefroren. Wer schadet? Lecker, oder? Oh. Ja. Ja. Das hat er nur für dich gemacht? Ich habe mir das gewünscht und... Deshalb hast du auch die Stiefel heute an, ne? Warum? Damit dein Popo ein bisschen... So. Ach ne, du hast ja gar keine Absätze. Ja. Okay. Doofkopf. Ich bin sehr eifersüchtig. Warum? Ich hab Angst. Wovor? Mir eine neue zu suchen, das ist so schwer. Also wenn noch jemand eine Runde boxen will, ich hätte noch 5 Minuten Zeit. Okay, komm, Abfahrt. Hey, au! Bist du bescheuert? Bruder. Du hast doch gefragt. Hast du die Mediziner gehauen? Wer? Wer war das? Der Mediziner meinte, er kann sich doch... Ich war aber immer da, wenn sich jemand boxen will. Warte mal, die prügeln sich jetzt? Ja, der haut ihm jetzt die Fresse voll. Ich hoffe, dass du die Fresse dick gehauen bekommst vom Mediziner. Ja. Die sind immer stark. Der hat sein Ding zum Lungen aus. Ich glaube, das ist auch der Mediziner, der letztes Mal die Steffi ins Bett getragen hat. Der hat übelst einen Bizeps. Wer, was? Was? Nicht du. Die andere. $100 auf dem Mr. Medizinmann. Ja, warte mal. Und wer hilft ihm? Okay, ich werde dagegen. Ich habe noch nie einen Arzt sich prügeln sehen. Ich glaube, der fühlt sich gerade richtig wohl, ne? Das ist das erste Mal. Herzlich willkommen im Jungle Park. Wenn der Scheiß aussieht für den Medic, dann rennen wir einfach alle auf den Medic drauf. Liegt, keine Ahnung, wer hebt denn hoch? Ja, ich. Der hat nur 5 Minuten Zeit. Der hat nur 5 Minuten Zeit, der darf nicht liegen. Ich wäre dafür, dass wir dem Medic jetzt helfen. Mundbeatmung mit Medic, wenn der liegt. Oh Mann. Wer ist das? So fest war das sogar. Gab's Wetteinsätze? Ja, ich hab 1000 auf den Medic. Ja. Ist jemand erreicht, Jack? Nee. Danke, Steffi, du auch. Wie du meinst. Das ist ein bisschen Kohle, Jeff. Damit hättest du nicht gerechnet. Du brauchst jetzt noch Kohle. Oh, oh, oh. Nee. Also ja. Der Medic gewinnt. Ja. Zur Not könnte ich noch auf angreifen. Das ist unfair. Ja, komm mit. Ich hab jetzt ein bisschen. Mensch, jetzt hau dem doch einen auf die 12. Ich glaube, die können sich nicht boxen. Mila, kannst du meinen Schuhriemen zumachen? Ja, komm. Wirk den mit deinem Stethoskop. Scheife? Ja, Scheifchen. Ja. Scheifchen. Einmal hier. Ich hab keine Lust heute. Und dann war ich so. Wollte auch nicht so lange machen irgendwie. Ich hab ein bisschen dann so. Muskelkater in den Beinen und keine Ahnung, deswegen. Mhm. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Ripp, fertig. Danke. Hat den Krankenwagen aufgelassen? Ist der Krankenwagen auf? Nein, ist er nicht. Das war unfair. Nee, war ein schöner Kampf, hat doch Spaß gemacht. Aber du bist gut, ne? Der ist gut, Mann. Du hast mir vor 1 echt gut verteilt, Bro. Bruder, was ist mit deinen Füßen? Was ist mit meinen Füßen? Sind das Mausezeichen? Kann einer mal kurz meine Hose vibriert, mir mal das Handy vors Gesicht halten? Ja. Da. Ich ruf Punkt an. Ist ja interessant. Punkt ruft an?
Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Milash, die Füße. Die Füße verwehren mich. Was habt ihr mit meinen Füßen? Du bewegst deine Füße komisch. Okay. Du bist ein richtiger Elvis Presley. Ich bin in der Heimat Arzt gewesen. Kein Grund, nervös zu werden. Ich habe mich um Ziegen und Schafe gekümmert. Ich glaube, das kriegen wir hin. Der Mann muss Doktor. Ich frag dir gleich meine Kollegen, das passt schon. Ich, ja? Ja, ich nehme mir gleich ein bisschen. Soll ich den Krankenwagen herfahren? Nach Hause. Hä? Soll ich den Tüterwagen herfahren? Nein. Warum? Den fahr nur ich. Kannst du mit dem Ding meinen Herzschlag hören? Mit dem Stethoskop? Ja, mit dem Teleskop. Mit dem Teleskop? Aha. Er hat da so ein Ding. Könnt ihr mir mein Teleskop mit dran lassen? Wie heißt denn das, wo man da reinpustet? Ich hör bei dir ab. Bong. Okay. Was? Nein. Hör mein Herz ab. Ja. Nicht Bong, wie heißt das? Und? Oh. Bong, Alter. Wow. Hat man Alkoholpegel messen können. Cool. Zeit hat gemacht. Der Arme. Ja, was geht? Was geht? Gut. Ich aus Apps ach, du hast den Beat. Ach so. Ja. Deshalb rappst du. Ach du Scheiße. Was ist denn mit dir passiert, Alter? Der hat ein Brett bekommen. Hä? Von wem? Von Lil Pips oder Toasty? Nein, die 187 waren hier. Die haben mit 20 Mann auf den geschossen. Hier liegt ja du bei mir. Das glaube ich okay. nicht. Okay. Ich glaube, dein Auge ist raus. Mein Auge ist raus? Dein Herz schlägt komisch, ja. Mila. Uff. Ja, ich mach Sprünge. Ich drück dir das einfach wieder rein. Ja, kannst du einfach mein Auge in die Finger, also... Okay, warte. Warte. Dein Gesicht ist ein bisschen verbeult. Ach, Scheiße. Jetzt klingt's normal. Jetzt guck mal auf meine Füße. Was schon? Beruhig dich. Beruhig dich. Mila, da springt gleich aus dem Bus raus. Guck mich wieder an. Okay, jetzt wieder normal. Was macht ihr zwei da? Guck auf mein Ohrläppchen. Ja. Oh mein Gott. Das ist verstörend. Ich verstehe dich nicht. 1000 BPMs. Guck wieder weg. Ah, nach vorne, guck mal. Mach das hier ein Tod im Zimmer, das wieder um. Hör dir nicht zu, die sind ganz komisch. Hier, bitte. Dankeschön. Ja, kommt jetzt wo jemand zu dir? Wo können wir sowas kaufen? Gar nicht. Emma, kannst du bitte von seinem Gesicht runtergehen? Ja. Guck mal, seinen Füße, der freut sich immer lieb. Nur. Ich muss mir das näher angucken. Ich hab mich gerade schon gewundert, was los war. Ja, ist der auf seinen Füßen. Es war auf einmal gefallen. So dunkel. Und was ist mit deinem Daumen? Irgendwas stimmt nicht mit deinem linken Daumen. Irgendwas ja, stimmt mit Hasel nicht. Die ganze Menge nicht mit mir. Oh, da wird geschossen. Wo? Vorne irgendwo. Das ist nicht. Mama, das Mädchen. Die braucht deine Hilfe. Die ist in Not. Ich zeig ihr mal was. Super Memo, super Memo. Wurde da wirklich geschossen? Ja, die braucht deine Hilfe. Geh schnell hin. Geh schnell hin. Ja, warte, ich muss mich erst ausrüsten, oder? Hallo? 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 Sag, ich habe kurz eine wichtige Frage an dich, ja? Also ich weiß nicht, ob ich es dann weitererzähle oder nicht, ich möchte es einfach nur wissen. Zwar meinte Hans-Peter gestern, dass einer von euch sich verraten hat, von wegen, dass sie ihn damals weggeklatscht haben am Hafen und irgendein Lösegeld kassiert haben. Das ist ihm relativ Banane, aber es hat noch jemand auf seine Alte geschossen und bis heute ist nicht klar, wer der Auftraggeber war. Wart ihr das? Ich glaube, Jammer hat irgendwas gesagt. Ja, kann sein. Aber ich weiß nicht genau, ich weiß, dass der gesagt hat, ja, den haben wir doch damals mal hops genommen. Aber ich weiß nicht, ob da geschossen wurde. Aber ich frage nach. Nee, darum geht's nicht. Das ist gar nicht. Pass auf, es geht gar nicht um euch. Ihr seid vollkommen uninteressant. Es geht darum, ich hatte nicht mal was mit dem zu tun zu der Zeit. Es geht darum, dass er immer noch wissen möchte, wer der Auftraggeber war, dass auf seine Frau geschossen wurde. Okay. Mach das immer nicht umhören und mir Bescheid geben. Ich frage mal. Border Patrol fährt die Westside ab. Jetzt zum Glück. Ja, dann lass weg hier. Ich frage mal nach und dann sag ich Johnny soll's. Genau, ruf mich einfach an, Bro. Bis dann. Tulülü. Hier hat auch jemanden schießen hören, aber keine Ahnung, ich sehe da keinen. Ich auch nicht. Ich habe einmal hingeschossen, aber wo ist denn Juni? Ich weiß nicht, der war vorhin mal kurz hier. Jawohl, Ski. Wo bist du? Duncan. Okay, kannst du kurz eine Minute? Ob ich eine Minute für dich habe? Ja, ich will dir was erzählen.
Ja, erzähl doch, ich bin gestern, als wir uns getroffen haben, nimm mal den Kieselstein. Jawohl. Da war dieser Typ, glaube ich, vom Taxitypen dabei. Ja, der Chef. Und Jamar hat gesagt, hey, das ist doch der Chef davon, den haben wir doch damals hops genommen. Ja, den haben wir einem Baseballschläger übergehauen, hat er gesagt, ja. Und der Frank hat gerade angerufen und hat gesagt, dem ist das egal, ne? Ja. Dass wir das waren. Aber auf seine Frau wurde damals auch irgendwie geschossen. Und der würde gerne erfahren, wer der Auftraggeber dafür war. Ich glaube, ich weiß, wer der Auftraggeber war. War das, ich nicht, weiß, wer da... war das nicht Teekanne? Ja, aber ich sag dem sogar, wer da war. Ja. Dafür musst du aber ein bisschen Geld fließen lassen. Okay, soll ich das so weitergeben? Ja. Okay. Ja, okay, aber eigentlich verraten mir keine Leute, ne? Okay, dann nicht. Wir wissen, dass selber nicht kam. Scheiß drauf, die sind doch eh abgehauen. Ist egal, wir sagen einfach, ist anonym gewesen, keine Ahnung. Nein, lass denen das doch einfach sagen. Lass dem das doch sagen, damit er Klarheit hat wegen seiner Frau? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, aber dann soll er sich bei mir melden. Gibst du dem meine Nummer, dann soll er sich bei mir melden oder so. Okay. Oder wir treffen uns beim Kiez mit denen. Okay. Wann, ne? Ja, jetzt gleich irgendwann. Okay, ich sag dem Frank Bescheid. Ja, sag dem Frank Bescheid, wir treffen uns gleich bei denen. Okay. Geht, alles klar. Frank? Hallo? Arschloch. Buddy! Na, jetzt geh ich auch nicht dran. Hallo? 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 Hi! Boah, dieses scheiß Telefon. Alter! Ich denk, was geht denn mit ihm? War das ein Schlaganfall? Kannst oder du den Typen zu euch holen und dann treffen wir uns gleich bei euch kurz? Weil Johnny will das so persönlich klären. Bro, Digga, die Bullen sind in der ganzen Stadt versammelt, um mich zu ficken und du sagst, lass zum Hotel treffen, merkst du noch deine Einschläge, du Missgeburt. Für wen arbeitest du? FIB oder Border Patrol? Ich habe nicht dran gedacht. Ja, dann lass uns woanders treffen. Ja, irgendwo im Norden, im anderen Sandy Shores, Digga. Aber hast du mit dem Kontakt gerade? Ja, ich ruf den jetzt gleich an. Ja, dann sag mir gleich Bescheid wollen. Ja, ich sag's dir doch gerade, Hangar in Sandy Shores. Okay, wo wir gestern Abend waren. Genau. Okay. Bis gleich. Hallo? Ist das ein Essen so schlecht? Mila? Den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Mila? Nö. Mila? Ja? Ich muss gleich kurz weg, ne? Wohin? Ich habe Arbeit. Hört es? Willst du mitkommen? Wohin? Ja, nur Gespräche. Nur Gespräche? Was zum Teufel? Scheiße. Überlebe! Bitte, überlebe! Was ist denn jetzt los? Ist doch Halloween, oder was? Er ist auch schon der Messias! Wir sind Real Gangster. Was ist was für Halloween? Hallo? Hallo? Hey, wunderschön. Kannst du mal die Waffe wegnehmen? Bist du meine Flak? Klar. Nur für dich. Komm mal meine Arm. Ich hatte Angst um dich. Hört es? Ja. Okay. Siehst du auch, was ich sehe? Was denn? Gut, ich glaube, da vorne steht Hulk Hogan. Ja, ich weiß, das ist der Abo. Der Abo ist der richtige Hulk Hogan. Hulk Hogan ist eine Kopie. Hä? Was, warum rennt der hier mit seinem Schwanz rum? Blickst du Hubschrauber? Warum? Was macht der Typ? Mediziner, wie geht's dir? Ja, kannst du mal deine Lümmel wegpacken, Lümmel?
Und geh von meiner Torte weg, du Penner. Und kriegst du noch mal ein Brettchen. Wie redest du mit deinem OG? Ich bin dein OG. Wie redest du mit deinem OG? Ich bin Shot Cola. Shot Cola, ich hab zuerst die Flecke aufgehabt. Oh. Ich trag die Flecke in meinem Herzen. Ich tripp die immer. Oh, da wurden schon wieder geschossen. Jetzt kommst du, Kollege. Mila? Ja? Was denn? Ja, dann komm mit. Okay. Sprechung für Yankee Park. Yankee Park zusammenkommen. Boah. Passt aber schon auf. Ich geh dann mal. Komm, Mila. Tschüss, du müsstest meine Zähne malen. Tschüss. Auf Fremdgehen, wie er will. Der dreckige Yadi kann sich verpissen. Ich bin kein Yadi. Ach so. Wer bist du? Kürbis. Kürbis, Kusch. Habt ihr euch Bock zu brettern? Ja, 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 ja. Vor, ja. Also, ich kann, ich bin verletzt, ne? Ja, ich sehe, ja. Ja. Die United war das. Die? Okay. Die verkaufen uns auch Pilze. Ja. Ja. Wir wollten heute Pilze kaufen, sagen die, wir dürfen nicht mehr verkaufen. Ah, wegen BOM oder was? BOM sagt, die haben Stress mit uns. Oder, ne, Dings. Ah, obwohl das eigentlich geklärt war, nachdem die ein Brett bekommen haben. Aber die sagen, die dürfen nicht mehr uns verkaufen. Du musst aber die BOM abschießen. Ja. Ja, natürlich. Das wir auch müssen wir BOM und also, Maxi sagen das, ne? Ja, ist mir egal. Also wie? Er okay. meinte BOM. Ja. Ja, ich sag, egal. Wir fahren, erstmal zu der BOM, sagen, die verkaufen uns weiterhin die Pilze. Mal gucken, wie das dann knallt oder nicht knallt. Gut. Und dann schauen wir weiter. Ist das mit Johnny angesprochen? Wo ist Johnny? Der ist tanken. Ja, ich versuch, ja, mit dem hab ich jetzt, mit dem muss ich gleich weg. Wir haben ein Gespräch. Tanzen? Cool. Tanken. Was habt ihr denn für ein Gespräch? Wo ist John wieder? Ich krieg ach, den Mann, Jungen irgendwann. Gestern bei der Besprechung mit den Kieselsteinen hat Jamar verraten, dass ihr damals den Taxichef kaputtgeschlagen habt oder so. Und der will jetzt die doch nicht deswegen nein, nein, nein. Hör doch erst mal zu, oder soll ich dir eine klatschen? Ja, das war, da kommt der Yadi aus ihm raus. Dieser Taxityp, seine Frau wurde damals auch entführt, das wollte auch ihr. Der will nur wissen, wer damals den Auftrag gegeben hat. Wer war das überhaupt? Ja, das war der Teekessel, Mann, aus der Projektmappe. Da fahren wir gleich kurz hin und sagen denen das. Damit der uns einen Gefallen schuldet. Ja, die 10 Minuten haben wir noch. Ich möchte das aber mit Johnny ja, abbrechen, Johnny Dings. Aber nicht. Ja, du musst mit Johnny so sprechen, ne? Unnötigen Scheiß. Ja. Und wir sind doch nur ein paar Leute. Wo sollen der? Ja, also, Pex kommt jetzt gleich auch noch. Der ist kurz in der Bude. Der war schon draußen. Ja, ja, der kommt jetzt gleich wieder. Der ist eben Bude. Was wollt ihr machen? Wollt ihr zu BOM fahren und sagen, die beliefern uns trotzdem weiter? Ja, richtig. Ja. Ja. Ich fahr da auch so in dem Outfit hin, sag ich ehrlich. Ich fahr da auch alleine hin. Natürlich. Und wenn die halt Nein sagen, dann direkt wissen wir, was passiert. Arbeit. Ja, dann ist es dann, gucken, wie das verläuft. Das ja, dann ist es ab sofort unser aber Platz. Aber warte mal, warte mal. Das klingt aber für mich so, als würden wir uns da einmischen zwischen diesen United und denen, ne? Nein, nein, nein. Die sind einfach ein Dreier gespannt, was die Route behält. Oder, ne? So. Und die BOM verbietet aber gerade United, da Business zu machen. Ich verstehe auch nicht, warum United. Ja, dann soll BOM uns Pilze liefern. Warum mischen wir uns da ein? Nein, 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 weil BOM nicht will, dass wir beliefert werden. Die sind schuld, dass sie alle uns beliefern. Haben mit denen. Die sagen so richtig auf ekelhaft, nein, gib denen nicht und so. Die wollen nicht, dass wir irgendwas essen auf dem Teller haben. Oh. Die trauen sich nicht mal selber nachher zu kommen, von wegen ihr tickt keine Pilze mehr, ihr kommt nicht mal an Pilze, sondern die machen das über United. Ja, also erst die wollen uns quasi sabotieren. Erstmal sich selber Bretter mitbringen und dann so. Aber warum lässt sich die warum geht das, warum lassen die sich da überhaupt drauf ein, die United? Sind die lost? Ja, weil die, glaube ich, ein bisschen nicht so mannstark sind. Doch, Die Müllviecher. Wahnsinn, meine Nase. Schwierig. Hase, hast du Pumpe? Schwierig. Ich brauch kein Pumpe. Ich geh heute mit Pumpe, Pistole. Die Pumpe ist scheiße. Und da gibt deine Pumpe. Wo ist Johnny denn? Ich erreiche ihn die ganze Zeit. Sag, will ich der Telefon jetzt? Pumpe da reingehen. Ich hab gerade nochmal den Quatsch. Ich auf Krampf in den nächsten 5 Minuten, Alter. Ja, aber alle mal. Nein, ja? 10 Minuten. Ich hab den eben noch im Klamotten. Lass uns sehen, glaub mir, für den zweiten Kampf. Ja, Pistole ist besser, ne? Ja, ja. Erstmal müssen wir das Ding heute sicher für uns entscheiden. Warte mal, Paxton gerade unterwegs? Eigentlich müssen wir gar nichts machen, wir schicken auf den Nachtschicht. Paxton ist so jetzt los. Hinter dir, der ist hier. Jetzt hier. Ich würde auch sagen Nachtschicht, dass die das klärt. Ich glaube, das ist richtig. Das wird nicht gut. Dann. Nein. Also erst will ich Dingetzen. Erst will ich, dass ihr die Fresse haltet und wir reden mit denen. Das heißt, Hayes und die anderen verstecken sich erstmal 5 Meter weiter woanders. Wir sind ruhig, wir halten wirklich die Fresse. Jack redet mit denen und dann. Musst du entscheiden, was das ist ein Jack der OG hier. Ding ist, wir müssen Du Krüppel, als wenn du mitkommen würdest. Was, ich bin Yadi, Junge.
Okay, sorry. Ja, also so wie der eben ne, geantwortet hat, würde ich den sogar Gespräch machen lassen, dann knallst direkt. Oh, die 44 geht auf Reise. Die gehen mir auch auf den Sack. Ja, 44 ist auch schon in der Arbeit, vielleicht knattern wir zweimal. Ja, das sind drei besetzte Jugular gerade, ne? Also 12 mindestens. Gib aber Jonny auf jeden Fall. Also red mit Jonny vorher, ne? Bevor wir ja, jetzt was ich erreiche den Frage einfach nicht. Sorry, hey, sorry, dass du so klug bist. Wo war der? Meinst du kürzt? Tanken! Ja, wie lange tankt der? Dann tankt der einen LKW voll oder was? Oder ist denn die Tankstelle? Ja, der ist doch bestimmt wieder mit dieser Tante unterwegs. Ja, ist mit der Tante. Ja, cringe. Oh, ja, muss ich cringe, Alter. Der ist ein Paleto, der kommt jetzt runter. Nicht an, die waren am Strand. Ja. Was hab ich da gehört? Der Dings hat einen Stich gekriegt, oder was? Ja, der Jax hat einen Stich bekommen. Der hat gestern gesungen, ne? Bei Vorgestern oder so. Das haben wir geregelt. Jo, ja, du bist raus? Jo, was meinst du? Klar, gut. Warum bist du kein Prospect Als Info für alle... Die Kutte aus dem Wichser. Ach ja. Nauzeit. Als Info für alle, John hat letztens Dings eingepackt, hier Jax. Und bist du denn über den Junkie-Pack ausgefragt und der hat gezwitschert wie ein Vogel? Ja, das haben wir gesagt, erledigt. Dass er das machen soll. Nee, das haben wir gerade eben gerade ja, erledigt. Ja, wir sind gerade mit dem Ausflug machen gegangen. Ja, wir sind zur Grotte gefahren, haben den an die Wand gestellt, haben ihn nochmal gefragt. Abgestochen. Und haben den, ne, ja, abgestochen. Ja, aber ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr habt die 800 nicht auf 1000 aufgerundet. Ja. Das muss noch gemacht werden. Ich meine das ernst. Ja, nein, das lassen wir jetzt. 100.000. Die Fehler können wir nicht revidieren. Nein, das können wir nicht revidieren. Aber was ist, wenn United Scheiße labert? Das BOM uns gar nicht gesagt hat. Deswegen fragen wir United, das bleibt danach. Als ob die das zugeben. Hä? Junge, ja, wenn die dann gehen, dann gehen wir dann United. Stopp. Wir fahren dahin, sagen, wir haben gehört, dass unsere Geschäftspartner uns keine Pilze mehr verkaufen wollen, weil ihr was dagegen habt. Stimmt das? Dann können die sagen, ja, stimmt oder nein, stimmt nicht. Wenn es nicht stimmt, können wir direkt abfahren, United anrufen und sagen, ihr dürft uns bitte Pilze verkaufen. Aber wenn die dann sagen, nee, stimmt nicht, dann, ja. Dann sollen die das klären. Nein, aber ich würde dann die anrufen, treffen und dann auch so sagen, wie die haben gesagt, wir könnten es verkaufen. Ja, was dann ruf halt einfach den anderen nochmal an, der soll nochmal dahin fahren und dann hört das ja von denen. Ja. Ja, aber sind wir Babysitter? Ja. Na, wir wollen unsere Pilze, das hat nichts mit Babysitten zu tun, wir wollen unsere scheiß Pilze. Und momentan haben wir ja keine Möglichkeit, an die Pilze ranzukommen. Wir sind Junkies. Kommt nach, Bademeister. Bademeister. Du siehst genau, wir reden von Knattern, wer kommt raus? Bademeister. Ich war schon die ganze Zeit unterwegs. Ich war nur kurz essen. Gut, ich grüße Phil. Grüße. Ach, moin. Wir gehen gleich zu der BOM. Gib dir mal, glaube ich, eine Sekunde. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Oh, nein. Ah, doch. Hallo, hallo? Ja. Hallo, was hallo. Denn? Hallo. Hallo. Grüße. Was los mit lass dich im Arm. Ja. Ich will auch. Kann man das Dreier machen? Ja. Mach. Ich gehe da einfach mit ja die Fleck hin, ne? Mir egal. Ja. Also, ich gehe da mit gar keiner Fleck hin, ich gehe da so hin, wie ich bin. Du willst das dein Gesicht sehen, ne? Ja, die sollen meine Schnauze sehen. Nur reicht, wenn die mein Stimmchen hören. Hallo? Hallo. Göttes. Ja. Wollten wir uns morgen erst treffen, oder was? Nee, ich warte auf Johnny. Kommt ihr noch, die kommen nur zu zweit, pack ne? Den Grinder weg. Haschrusch, Giftzigaretten sind scheiße. Ich sag dir mal was, der Grinder ist aus Edelstahl. Das alleine macht ihn schon zu... Boah, ich gar nicht ja, so, leg ich einfach auf. Hallo? Ja. Glaubt, der Osamba passt ein bisschen auf uns auf da vorne, seht ihr das? Ja. Das seh ich, ne, ich wollte schon wieder sagen, seh ich da vorne John, aber der steht da hier. Ja. Du Arschloch. Oh. Hallo? Hallo. Hallo? Hört es? Ja. Ja. Ja, ich hab grad Johnny angerufen, da hat er gesagt, ja, da meinte ich, reden sie, da hab ich gesagt, wir müssen zu dem BM knattern, der so, gut, ich komm vorbei. Ja, aber wir haben noch oben das Gespräch, ne? Da musst du nur ein bisschen wahrnehmen. Nee, wir waren kurz im ersten Gespräch. Ja, dann könnt ihr nämlich auswählen, ob ihr das Gespräch macht. Ich muss eben Munition kurz kaufen. Ja, hallo. Lass mich durch. Bin zu breit. Ihr könnt ja...
Das hat der Arzt mir gar nichts gegeben, Alter. Ne, hier gibt's doch kein Tuning. Boah, ich hasse diesen Effekt so sehr, ne. Hallo, Motherfucker. Keck Dix, danke schön für den Prime 31. Bulli. 31er Kürtis Kusche, du. Junge, dieser Effekt. Dann wissen die Bescheid. Den. Ja, wir reden ja erstmal. Die verteilen sich eh, da müsst ihr nicht erreichbar. Ja, der ist nicht erreichbar. Der ist nicht erreichbar. Was denn, Johnny? Da waren noch gerade andere, ne? Mit blauen ist nochmal dieser. Hallo, hör mir zu, da waren gerade noch andere. Ich bin gerade vorbeigefahren. Blaue, der eine blaue Jugulas. Damals? Ja, das sind die 44. Ja, dann sollen sie es verpissen. Ja, wie hieß nochmal der eine Arbeiter von damals, Johnny? Shiny. Shiny. Shiny und Maddox. Warum rufst du da an? Brauchst du nicht. Ich würde da einfach vorbeifahren. Wir fahren da vorbei einfach. Oh, den Shiny kenne ich auch noch. Ich hab seine Auto geschenkt bekommen. Lass einfach hinlaufen. Ja. Nein, lass hinlaufen. Warum? Doch, das ist die Kohle. Fahr mit Auto. Aber wir haben ein Gespräch oben, ne? Ja, wir müssen uns einfach dauernd kümmern. 5 Minuten. Wir müssen uns einfach dauernd so lange warten lassen. Dann rufst du mal den Frank kurz an. Ja. Gib mir die Nummer, ich rufe an. Okay. Wohin gehen wir jetzt? So. Reinsteigen in irgendwelche Autos. Mila, hast du Knarr bei? Ja. Okay. Ah. Einsteigen, ihr zwei Hübschen. Grüße. Mila, anderes Auto, komm her. Oh, Samba, pass auf dich auf! Ich sehe uns alle in Kriegern rückwärts. Scheiße, Aldis! Was bin ich viel zu underdressed? Der Outfit passt. Okay. Und die? Keiner da. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum wir mit allem mal nach hinfahren müssen. Werke zeigen. Ich hoffe, dass du es selber merkst. Da. Wenn die alle zu uns? Ja, ja. Warum halten die ganze Zeit die Arme aus dem Fenster? Ich verstehe das auch nicht. Siehst du das? Ja. Wohin fahren die?
keine Ahnung. Kleine Spritztour, alles gut, entspannen Sie sich. Herr Kusch. Er kann nicht fahren. Digga, die sind so lost, wirklich, ne? Oh Mann, ey. Waren die alle der Kahn eigentlich, hä? Ich glaube. Ja? Ja. Hallo? Hört es? Wo? Ja, was denn? Wo ist das? Mit dem Frank, wo ist das? Oben in, da wo wir gestern Abend waren. Okay. Gleich. Ja, lasst alle mit allem an der Hof fahren. Ja, ja, wir fahren jetzt mit allem an der Hof, ja. Wie heißt die Scheiße, alte Nummer? Der Hangar oben. Am Hangar, Ding genau, im Paletto. Wo der wir gestern Paletto waren. Nee, ist ja nicht aus. Meinst du? Ja. Die Jess ist hinter uns mit Kramer. Ja, und? Die Jess weiß ja alles. Okay, dann passt das. Sag mal, haben die dann V mitgenommen? Der hat was mitgenommen? Was? Was ist das? Der hält sein Fernglas aus dem Dachfenster. Was machen die hier? Komisch an. Ja, was denn? Was zum? Perfekt. Ach so. Ja, ja. Ihr seid die schlechtesten Autofahrer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Da blitzt immer so auf, weil ich Godmode anhab, damit ich Gangkriege gewinne. Ich hab das von der Röcker gelernt. Ohne Kratzer in der Karre ist das kein richtiger Ausritt. Jedes Mal, wenn ich ins Blinken komme, werde ich um 50 HP geheilt. Aber bitte sag das nicht. Und Unity weiter. Jetzt? Sonst krieg ich einen Bang. Hoch zu dem Hangar oder nicht? Oh Gott. Ja. Was ist denn heute los? Hila? Fendi Schoss Hangar oder was? Ja, wo wir gestern Nacht waren. Ah, okay. Wie lief's gestern eigentlich? So gut. Okay. Jemand arg verletzt? Jemand im Knast? Nee, das nicht. Boah, okay. Mila hat, glaube ich, 30 Leute umgepumpt. Was? Hm? Was? Da hat die alle versteinert, die lagen auf einmal alle. Wie bitte? Wie bitte? Warum sieht's hier so gruselig aus? Einer von euch. Einer von euch? Zurück in die Reihe mit dir. Seid ihr bescheuert? Was denn? Wer ist das? Okay. Schwanzlutscher. Mila, Ruhe bitte. Danke. Oh, was sehe ich da? Ein Penny. Finger weg. Niemals. Boah, guckt euch mal die Wolken an. Lila Wolken? Seht euch den Mond an. Was für ein Mond? Was für ein Mond? Der da hinten. Ja, hinter uns. Das ist ein Sichelmond. So ja. Spitz wie mein Messer. Ja, ich sehe ihn auch. Willkommen. Hey, Jack. Ja. Können wir kurz reden? Ja. Okay. Ach, ja.
Grüße erstmal. Hallo. Tag. So. Warum sind wir jetzt hier? Weil du irgendwas wissen wolltest, richtig? Hans, er redet mit dir. Ach, das weiß ich doch nicht. Ich dachte, es wird mit Frank geredet. Okay, gestern, als Curtis gesprochen hat, hat Curtis gefragt, jo Hans, warum bekommen wir bei dir eigentlich keine kostenlosen Taxifahren? Und dann sagte einer von euch, weiß ich mir genau, wer das war, überlegt doch mal, war wie mit dem Baseballschläger ein übergezimmert war. Ja, das stimmt auch. Das heißt, ihr hättet den Auftrag angenommen und mich da unten am Dingens da aufgelauert, richtig? Ja. Soll mal prinzipiell Jucke sein. Zu dem Auftrag gehört aber scheinbar auch eine Sache, und zwar meine Frau einzupacken. Und dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt. Und jetzt meine Frage, wart ihr dafür auch mitverantwortlich? Nee, das waren wir nicht. Das war nicht eine Woche vorher gewesen. Ey, ich möchte mal kurz eine Sache klarstellen. Selbst wenn ihr es wärt, juckt es keinen Menschen, ne? Es geht nur darum, dass wir wissen wollen, wer diesen Auftrag gibt. Ja. Okay. Gehört er mit zu euch? Indirekt, ja. Okay. Da habe ich mal eine Frage, ne? Mhm. Warum fährst du die, warte mal. Irgendeiner von uns, warte mal, jemand hat mir vorhin gesagt, dass du gestern uns die ganze Zeit hinterher spielen bist. Nee, ich bin einmal aus Versehen durch die Polizeidingens, da habe ich ja die anderen gesucht. Und beim anderen Mal sollte ich gucken, ob irgendwelche Agents auch noch sind. Er hat für uns gespottet. Er hat also von der Brücke geguckt, zum Beispiel gestern, wo du mitbekommen hast, von wegen. Ja, im Auto sitzt und wir ganz fünfmal nachfragen müssen. Und Johnny weiß es eher, dass er irgendwo rumfährt als ihr. Das ist absolut Abfuck gewesen. Gestern wussten die Leute, dass er rumfährt. Unsere Leute hatten mit ihm Kontakt. Nee, gestern hat... Wen hast du gefragt, ist die Frage, Bro. Kendall. Wie, du wusstest nicht, dass Hans-Peter dabei ist? Sie sagt die ganze Zeit, dass er bei ihr im Auto sitzt oder so. Der sollte bei euch anscheinend gewesen sein. Nein, der hat auch vorher, wisst ihr noch, wo der die war ganz mit am so, Ende, ganz am Ende war der alleine. Da, wo die Shotguns nach hinten gelaufen sind, wisst ihr das noch? Da sind die zu ihm gelaufen. Richtig. Ganz, ganz am Ende, kurz vor der Schießerei, ist er bei uns angekommen, da wo das Außenteam von uns stand. Das Ding ist, bei mir und Jack war die ganze Zeit ein Missverständnis, weil er irgendwann mal Revolta gesagt hat, aber Hans-Peter mit einem Drafter unterwegs. Ja, und dann stand der oben an dem Dings, an diesem Highway. Wo genau, und da habe ich dir auch gesagt, dass Hans-Peter da steht. Und dann hat Holding, glaube ich, angerufen und da wegfahren lassen und dann war er weg. Das Problem ist aber, du standst halt offen auf dem Highway und wir haben uns unten alle versteckt. Und wenn die Cops dich da gesehen hätten auf dem Highway, komisch rumstehen, dann hätten die uns alle auf einmal direkt gesehen. Ich stand hinter einem Baum. Oben am Highway, da war ein Baum, da stand ich hinter. Es war halt, keine Ahnung, wir wären fast hochgelaufen, hätten den Typen einfach... Wir hatten dann gedacht, das wäre ein Cops oder was weiß ich. Und dann haben wir deswegen hatte ich ja angerufen, Barry angerufen und gesagt, jo, so und so, wegen Dach gucken. Hallo? Dann hat er gesagt, jo, fahr da weg. Durch, ja. Und bin ich auch weggefahren direkt. Dann standest du die ganze Zeit da weiterhin noch. Du standest da locker 5 Minuten. Ja, bis ich dann einen Anruf gekriegt habe, so ich verpissen. Ich Alter, was soll ich machen? Aber warte mal, um das mal ganz kurz klarzustellen. Er ist nicht so Mitglied wie andere bei uns und normalerweise macht er bei solchen Sachen gar nicht mit. Gut, dass ihr das sagt. Werden wir darauf achten, dann wird er nochmal richtig geschult, sollte er bei sowas mitmachen. Gestern war es nur so, dass er auf der Flucht war. Deswegen hatten wir ihn als Spotter mit, mehr war es nicht. Auf der Flucht, aber als Spotter mit? Ja, klar. Wieso? Ja, Dings war gestern. Dann von wem denn auf der Flucht? Nicht von den Bullen oder was? Doch, genau, von den Bullen. Und dann macht er als Spotter mit. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Warum? Weil er auch dann noch im Gefahrengebiet drin ist. Als Spotter? Ja klar, denn wenn er Spotter wäre, dann hätte er sich einfach irgendwo im Norden chillen sollen, während das da unten passiert. Ich glaube, du verstehst es gerade nicht. Ist doch jetzt scheißegal, Hans-Peterchen. Ja. Komm mit, wir gehen mal eine Runde. Wer ist ich? Da hinten. Mit der weißen Kappe. Der Dicke. Hä, aber nein, lass mal kurz darüber noch zu Ende. Wer redet mit mir gerade darüber, über dieses Spotter-Ding? Ich gehe oben auf das Dach. Der Jack. Das Ding ist, Digga, dass ich das immer so mache. Also seitdem aber ich lebe und es wurde noch nie jemand hops genommen. Die Leute, die auf Flucht sind, nutzen mit zu der Ex. Safe. Er wurde doch fast gecatcht von den Pumpguns allein schon. Ist doch voll dumm. Aber das ist letzten Endes so, dass er einfach dumm ist und deswegen gecatcht wurde. Ja, also, genau aber deswegen. Dann gönne ich es ihm, Digga. Weil dann sage ich, du Missgeburt. Wenn du nicht mal schaffst zu spotten, Digga, auf irgendeinem Motorrad, auf irgendeinem Dach, Digga, und dabei erwischt wirst, dann hast du Pech, dann geht krass viel Spaß. Man muss doch ehrlich sein. Bei uns die Leute wirklich for real, lass mich mal kurz aussprechen, bei uns die Leute, gibt es Leute, die brauchen wir, die können nicht reingehen. Und das sind Leute, die wissen, wie man spottet, also dass man da nicht erwischt wird. Ich glaube, es wurde noch nie ein Spotter von uns erwischt. Das gebe ich dir auch nicht unrecht, das ist richtig. Das Problem einfach gestern war, dass wir da
eine gute Posi hatten und dann und wir hatten ein bisschen ist Angst er halt mit dem Auto einfach, da rumgefahren. Da oben und ganz das dieser war scheiß Draft rumgefahren ist und rumgequietscht hat. Ah, und ihr wusstet nicht, welches Auto das ist, richtig. Dachtet, das sind Bullen. Und, aber drinnen und wussten das alle, Digga. Ja, und dann kriegen wir von Kendall gesagt, ja, das keine Ahnung was, der das sitzt bei euch da. Stand, und dann sagt Jonny uns, das ist safe positive. Keine Ahnung, war halt einfach. Ja, ja, normal, fühle ich. Ich habe nämlich drinnen mitbekommen, dass die ganze Zeit von zwei Autos geredet wurde. Scheiße. Ja, es wurde von einem Revolter geredet, aber er hat halt einen Drafter gehabt. Man muss halt ganz ehrlich und ganz fair sagen, so, das entschuldigt das jetzt natürlich nicht, ne, wenn es euch genervt hat. Aber er ist einfach noch nicht so erfahren wie wir alle, die hier stehen. Ja, aber das ist doch ein Taxityp. Was hat er überhaupt bei euch zu suchen? Der hält die Ohren auf. Weißt du, was er alles schon gemacht hat? Der fickt mit jeder Gang gefühlt. Er hat jeden Schwanz im Arsch. Wow. Geil. Wirklich. Meine Frau steht noch neben dir. Ja, ist mir egal. Die Nein, auch. Quatsch, ist ja offen. Die auch. Okay. Dreister Typ. So was sagt man nicht. Schon so warst du früher auch mal. Wie meinst du? Das hätte auch von dir kommen können. So nein, von einem Jahr. Ich bin noch nicht so asozial. Nein. Nicht mehr vielleicht. Tag. Ah, jeden Tag nur Stress. Was wollen die BOM denn überhaupt von euch? Mann, die ficken dieser United-Gruppe ans Bein und sagen, die dürfen keine Pilze mehr an uns verkaufen. Und vor ein paar Tagen hatten wir Stress mit denen, haben die ein Brett bekommen. Alter, oh. Ist Unity diese Gruppe, die da an dieser Kirche wohnt? Unity! Ja, das ist Unity. United! Ey, Digga, jetzt kommt ihr mir mit Englisch oder was? Ich bin alle andere. Was weiß ich denn? Ja, und diese Unity-Gang, die wohnt bei dieser Kirche. Nein. Warum lacht ihr da? Ich spreche das Unity aus! Unity! United! Ah. United. Ja, und die wohnen bei der Kirche. Manchester, Bro, einfach Manchester. Aber warum sitzen denn, diese BOM sitzen noch den ganzen Tag in dieser Kirchenhut. Nein, die wohnen in der Rennshow drin, ne? Nein, der meint Jamestown. Ja, die waren vor kurzem bei Jamestown und haben die rausgeschmissen oder so. Ja. Nein, pass auf, vorgestern. Vorgestern waren die in der Jamestown. Ist das die Jamestown? Die alte Kirche. Okay, Jamestown und haben da gechillt. Und dann sind ein Auto von uns zwei, dreimal vorbeigefahren. Dann kamen die uns direkt hinterher und voll Welle gemacht. Ja, weißt du warum? Weil die Jamestown gehörte damals die Pilzroute. Dann waren die irgendwie im Urlaub und dann haben sich drei Gangs, also BOM, United und die Maxis, auf diese Route gesetzt. Und Jamestown möchte aber gerne wieder was von Kuchen haben. BOM gefällt das anscheinend nicht und deswegen wollen die ficken. Deswegen chillen die bei denen in der Hood, warten, bis die aus der Haustür rauskommen oder whatever. Und wollen halt gegenseitig. Ja, warum gehen die denn nicht rein? So. Ja, warum sind die so dumm und warten draußen? Warum gehen die nicht rein? Wir haben jetzt halt Stress. Also United hat uns Pilze verkauft. Dürfen die aber nicht mehr, weil BOM wohl die oberste Oberhand auf dieser Route hat und sagen, ihr dürft keinen Stress mehr mit denen machen, weil die letztens bei uns waren, weil die Stress mit uns hatten, haben ein Brett bekommen und jetzt sind die sad. Anscheinend hat das Brett nicht gereicht. Und jetzt werden da Häuser frei. Ja. Einfach Baumarkt hinbauen. Ja. Da bin ich immer für. Baumarkt sind super. Tipptopp. Lass mich mal durch. Danke. Guck mal, wie viele Autos. Denkt mal an die Abgase und so. Wir sind hier im Norden. Deswegen ist doch gut. Dann bleibt das alles hier im Norden. Nur, weil es beschützt sein muss. Nach Torschutz bei den ganzen Bäumen. Gut, das nicht. Die Alter. Noch eine Stunde. War das Candy? Ich bin so aufgeregt. Ja, was ist in der Stunde? Was ist los? Geht dich nichts an. Der Quack hat erzählt, du hast heute ein Date mit dem. Was? Nochmal? Stimmt das, Candy? Dass du heute ein Date mit Quack hast? Du solltest mir vielleicht zuhören, wenn wir uns unterhalten und nicht irgendeinen Scheiß labern. Was, Bruder? Was, Bruder? Coco und Candy sind zwei unterschiedliche Namen, ne? Ja, aber die einen, wer ist denn nochmal mit dem Frank zusammen? Ich. Ach, oh. dann hast du ein Date mit Coco. Ja, ey, du bist ja ein ganz schlauer. Oh. Und wer ist Coco? Ich. Ah. Hallo, ich. Aber ich hab gedacht, du knutschst mit Zaldi. Auch. Als in 10 Jahren. Aber anscheinend bin ich besser als Zaldi. Was ist jetzt, was ist jetzt daran so schlimm? Also, dass du verheiratet bist, du Bastard. Ja, was ist daran so schlimm? Warum heißt das Türke? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis, ne? Ja. Kendel? Ja, warum, was ist das? Was hat keiner denn jetzt schon wieder gemacht? Das kennen die. Außer, dass die gestern an meine Hand gegriffen hat. Schon wieder, Kendall. Wie mit dem Bullen letztens. Da wolltest du auch Händchen halten, habe ich gehört. Billy, ich knall dich gleich ab. Nein, machst du nicht. Doch. Oh. Oder nein.
Hemmung. Aber ich glaube nicht, dass Coco ein Date mit der hat. Wie hast du gezahlt? Guck mal, die schämt sich so sehr, dass sie dazu nichts sagt. Ja, weil sie nicht ist hier gar ist. Nicht gar hier. Nicht hier. Sie hat natürlich einiges. Wie lustig. Das wird bestimmt ein gutes Date. Und deshalb kriegst du einen Helm. Die hat keinen Bock da drauf. Ja, guck mal, deswegen ist die liegen geblieben, ne? Die pennt noch. Das wird bestimmt ein gutes Date. Ja, die braucht viel Kraft. Die versteckt sich nur vor dir, weil die keinen Bock auf die Stinger hat. Die ruht sich aus, Mann. Die weiß, was auf sie zukommt. Was denn? Aber bilde ich mir das ein, oder ist jeden Abend zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr das Telefonnetz am Arsch? Lass mich so Ermittler, was du bist. Ich glaube, wir sollten mal Netzanbieter. Ja, aber ich hab gehört, dass diese Rocker oben auf irgendeinen Mast aufpassen. Vielleicht machen die da Scheiße. Ja. Vielleicht werfen die ihre Kutten hoch, wie wir unsere Schulen. Ist das halt. Wenn einer gestorben ist, meinst du? Ja. Und immer um 20.30 Uhr sterben da ganz viele. Ja, ich meine, wenn die mittags schon anfangen zu saufen, ne? Das kann sein. Ja, vielleicht fangen die auch immer an, um 20.30 Uhr russisch Roulette mit automatischen Waffen zu spielen. Warum hänge ich mir die ab? Frage ich mich auch mal. Ich mit dir ab. Ein Glück lacht Jason nicht noch dazu, Alter. Was ist das? Du bist gerade hier. Hey, Egon. Ich bin jetzt übrigens bei den Nalis. Auswechselspieler erstmal. Ja, ich hab nicht zugehört, was ist passiert. Ich hör, jetzt können wir öfter rumhängen, du bist richtig lustig und so. Hey, vielleicht dein Anwärter für TMK. Voll korrekt, so. Merkst du, der hat kein Interesse, ne? Aber nur. Was, Bruder? Was, Bruder? Mit einem Mann Kaugummi? Das war nicht ich, du Missgeburt, Alter. Das hört sich an wie ein Schwanz. Nein, das war. Schwanz. Das ist der Memo, der kaut auf seiner Vorhaut rum. Haben die dir damals mitgegeben, oder was? Hört einfach John zu. Hört einfach John zu und dann lacht er hier. Ja, meinst du? Oh, ich dachte, du bist noch kurz ein Kick am Kopf. Boah, ist das ekelhaft. Wie lange quatschen die denn jetzt? Lange. Das nervt. Wir haben Termine. Kira voll Kulturschock, der Herr. Was? Ach, das steht ja auch hier. Kira hat voll Kulturschock. Wer ist denn Kira? Die Frau von Hans Peter. Ja, wie war der denn Frau? Die steht doch da. Frau? Ach du heilige Scheiße. Also Scheinehe, ne? Die haben wir auch gar nicht geführt. Wie bei dir? Nur für Pass. Okay, nur weil du es dir wünschen würdest. Ne? Nur für Green Card. Also ich dich gerade hops genommen. Meine Olle hat heute Gummistiefel an. Ja. Cool. Du musst dich jetzt hier nicht präsentieren, bitte. Mann, es ist Waschtag. Werden Schuhe denn gewaschen? Ja. Ja, Stoffschuhe. Ja, komm, du kriegst ein Ei ran unsere Wox. Ein Ei ran. Oder willst du eine türkische Müllermilch? Ich will ein Müllermilch. Paprikasaft habe ich nur. Boah, hier. Schokodonut. Ich hab keinen Durst. Doch, du magst den. Aber ich hab keinen Hunger. Ich will, dass du den isst. Ich nehme das Wasser von den Gurken. Ja, Sir. Was geht? Ja, das macht richtig Bock heute. Was geil, denn? Wie geht's, nimm deine Flagge aus dem Gesicht, ich hab dich nicht verstanden. Hä? Was, hast du was gesagt, als du den Kreis geschlossen bist? Ich hab gesagt, was geht. Was geht? Eine schöne Das Balkon hat Gespräch da hinten, super. Ach.
Hast du gehört? Warum diskutieren wir da über irgendeine Kacke? Ich würde gerne den Taxichef jetzt nochmal umschießen und die Freunde von dem. Nein, der Frank will den doch jetzt in die Geiselnehmerschule spacken. Ja. Der muss ja nochmal schulen. Der muss nicht schulen, der muss noch eine Ausbildung machen, damit der krasser im Geiselnehmen ist. Doch erstmal seine eigenen Jungs aus. Ne? Erstmal die eigenen Jungs ausbilden. Ja, Alter, puh, für das ist alles ganz schieflauf. Ist doch egal. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab gar keine Lust darüber zu diskutieren. Das war gestern, lief so und dann fertig. Jo. Der ist halt die ganze Zeit rumgefahren, hat gespottet und ihr dachtet, der wäre ein Kopf. Ja. Ja, warum habt ihr den nicht weggemacht? Ja, weil wir genau, wir standen 50 Meter weiter, da haben die, hätten die Cops die Schüsse halt safe gehört. Ja. Wäre denn nicht am Schrottplatz gestanden? Ja. Nein, der steht allein da hinten in der Ecke, allein so ein Typ, der zugezogen wird, bei so einer Planung. Das ist irgendeine Ratte, die mit jeder Gang chillt, Taxichef ist und darf bei so einem Scheiß mitmachen. Das ist irgendein verfickter Bastard. Die brauchen Leute, Digga. Wir wollten den ja gestern um. Nein, der ist halt. Ich denke mal, dass die den ausnutzen. Für Infos und so. Gerade weil der überall. Ja, weil der Frank Taxi nebenbei. Ja, und dann nutzt den der Nächste aus und der sagt dann, die Geiselnamen waren alle Junkie Park und. Ja, dann machen wir den weg. Ja, aber dann ist die Info trotzdem. Der läuft seit 3 Tagen Joker rum. Wen will der verarschen? Joker, oder? Aber du kennst das doch mit den Informationen, Mann. Ich glaube, über Outfits darfst du dich nicht lustig machen. Oh, ich bin der Hübscheste. Du siehst aus wie Apache, wo ist dein Roller, Bruder? Ja, der haben die Cops. Die Rocker-Crew wird aufgelöst. Was macht der als Nächstes? Wissen wir noch nicht. Gesundheitsamt? Ja, haben wir überlegt, das ist auf dem Zettel noch schon. Ja, aber ich meine so richtig mit Anzügen und so. Ja. mit Stethoskop um den Nacken und dies, das. Ja, 13, oder was? Wir waren auch schon, wie heißt das? Waren schon Onkel aus Dubais. Ja, da war ich dabei. Ja, das ist so cool. Ach, ihr wart das? Ja, damit haben wir den Band. Wo ihr mich am Juwelier. Wart ihr das am Juwelier? Ja. Ja. Wo das war der Melekum nach heuer? Ja. Haben wir auch diesen Anwalt hochgenommen und haben wir seine Axt weggenommen. Jo. Seine antike Axt, ja. Da hat der Romeo halt. Die hab ich weggeschmissen. Toll, war ein Geschenk. Das war antik. Die war viel wert. Mindestens 300 Jahre. Auch. Wie, was ist denn da wieder auf Twitter los? Schon wieder irgendwas passiert? Ah, der Avo kommt auch. Moin! Grüße. Ey, Avo. Ja? Die was haben sich beschwert über unseren Kleidungsstil. Die meinten, der Joker da hinten sieht besser aus als wir. Der wer? Was? Der Joker da hinten. Der mit den grünen Haare, der Vieh. Ja, immer seine grünen Haare rauszopfen oder was? Ja, bitte, wollen wir? Ist das der und seine Frau, die stechen weg? Ja. Jetzt beruhigt euch mal. Allein, das, weißt du, warum wir die umknallen mussten? Mhm. Weil die nicht kooperiert haben. Ja, ich glaube, der will einer vom Nusskasten. Zieh die Kutte aus. Jetzt den Onkel ärgern. Nein. Mir ist langweilig. Ja. Auch durch. Mir hat die kleine Bird Händchen mit mir heim gestern. Gruppe Dings. Warum willst du Händchen mit mir? Ich wollte kein Händchen halten. Ich wollte die Bohnen. Hör auf, so eine Scheiße zu labern, Kürbismann. Die Bohnen, siehst du, die hat schon Kosenamen für mich. Mach das mir. Kratze dir die Augen aus. Ich hab doch nichts getan. Beiß dir in den Bauchnabel. Wenn du sie anbellst, dann hat sie Angst. Nein, nicht Ben. Beiß dir in den Bauchnabel. Geht euer Bauchnabel nach außen? Nee. Ich hab Angst vor Leuten. Ich hab Angst vor Leuten, dessen Bauchnabel nach außen geht. Ja, das sind die Gruseligen, das sind die Falschen. Ja, besser als du, Renz. Die wollte ehrlich Händchen halten. Mach was. Lass sie heute Nacht umbringen. Okay. Ey, nein. Ich helfe euch. Nur so ein bisschen. Ich auch. Bin auch dabei. Soll ich den Fluchtwagen fahren? Ja, okay. Wartet, ob nur wir fahren mit Inlandsgeld da. Das ist echt eine schlechte Idee. Ihr könnt auch Frank fragen, der leiht euch bestimmt eine Knarre. Oh, hi, Kendall, was geht? Ach, hi, Kendall, was geht?
Willi ist der Fluchtwagenfahrer, wenn wir dich umbringen heute Abend. Ja. Warum verrätst du den Plan? Wer will wen umbringen? Ja, Mila. Sie ist eh. Dich. Also, ja. Wir können ja auch genau schlimm sagen, wann, welche Uhrzeit und sie wird es nicht verstehen. Meinst du, sie hat es nachher vergessen? Ja. Wer hat was vergessen? Witziger. Du scheinbar gerade. Ich vergesse alles. Bist ja auch da alt. Da musst du dir alles aufschreiben. Ich bin gar nicht alt. Wie? Wie alt bist du? Das geht dich gar nichts an. Oh. Das geht dich gar nichts an. Warum geht mich das nicht das an? Das war lustig, ja, Mann. Weil du ein komischer bist. Sei mal nicht so. Du hast noch nie eine Freundin gehabt. Ja, doch. Aber nur eine ausgeliehene. Boah, ey, schon ein paar Stunden, ne? Eine davon, die war schon echt eine Nutte. Oha. So was sagt man nicht. Kurz, wie alt bist du eigentlich? Die wollte mich versnitschen. 23. Ich weiß. Also echt, die jetzt? Hat mich versnitcht. Ja. Ging. Aber also, du bist so noch voll jung. Wie alt bist du denn? 26. Oha, mit halben Beinen schon im Grab. Aber du musst wissen, weißt du, was muss er wissen, Pauli hatte damals schon Probleme, nach Hamburg zu kommen. So, der hat gefälschten Ausweis. Ja. Das bist du auch am ersten eigentlich bin ich und ich ja, das ist das Ding. Dolly ist eigentlich erst 14. Ja. Ich bin auch erst 14. Ja, aber bei dir sieht man's. Und man hört es. Bin ich 14. Na, wobei, seitdem sie Botox in die Lippen gespritzt hat, sieht man's nicht mehr so wirklich. Was? Was? Ja, schon immer willst du mitkommen? Ja. Zu den Gangsterbosse? Ja. Tschüss, Loser. Ja, Chat, habt ihr gehört, ne? Keine Infos mehr von dem, was da passiert ist, bitte in den Chat. Ich kann mir schon wieder vorstellen, was da los ist. Und eine Plattform da zu bieten, ist echt ekelhaft. Was auch immer da passiert ist. Über was redet ihr? Hm? Über was wird hier gequatscht? Wir haben gerade über Hans-Peter gequatscht und Frank hat irgendwie das Gefühl, dass sich bei uns irgendwie Gruppen spalten, die... Wie hat er nochmal gerade gesagt? Die uns nicht so gutgesinnt gegenüberstehen. Also was diesen Hans-Peter angeht, da sind die echt, die haben keinen Bock auf den. Die vertrauen dem auch nicht. Weil die irgendwelche Infos haben, dass der überall rumlutscht und so. Und da haben die Angst, verraten zu werden, ne? Die Frage ist nur, kennen sie ihn so, wie wir ihn kennen, weißt du? Und ja, aber wir vertrauen ihm nicht ohne Grund, denn er weiß auch ganz genau, wenn er dieses Vertrauen missbraucht, dann war es das mit ihm. Und glaub mir, wenn der Typ vor einer Sache Angst hat, dann sag ich mal vor Mila. Frank seiner Freundschaft. Weißt du? Die Frage ist, wollen wir den vertrauen? Wir müssen dem ja zwangsläufig vertrauen, wenn er immer dabei ist. Und immer zuhört und so. Aber sollte er sich einen Fehltritt erlauben, fuck ich das Taxiunternehmen ab. Ja, dann brennen wir den Schuppen down. Also das FIB sammelt gerade mega, nicht FIB, die gesamte Exekutive sammelt gegen mich. Es sollen gestern viele Fehler angeblich passiert sein, die definitiv darauf zurückschließen, dass ich das war. Nur ich aber. Ich habe noch keinen Haftbefehl, aber der ist nur noch eine Frage von Minuten. Die haben gar nichts. Was war denn mit diesem Spitzname? Den Spitznamen habe ich ihm schon ausgehebelt. Heute hat Hans ihn damit angerufen, mein Anwalt hat ihn damit angerufen, ihr habt ihn alle so genannt. Jeder nennt ihn nur noch Kutschbär seit gestern. Halt ein ziemlich dummer Fehler. Bekommst du das mit, wenn ein Haftbefehl vorliegt? Theoretisch, mein Anwalt ist echt heftig gut. Ich rate euch auch allen, auf den mit umzuschweifen. Welcher ist denn das? Link, der hat jetzt seine Lizenz. Der hat für uns schon von Anfang an die Lizenz gemacht. Und der ist echt krank gut, Alter. Da kannst du die anderen fragen. Du musst untertauchen, ne? Ich bin schon am Untertauchen, ja. Ich schlafe auch nicht zu Hause und so. Ist ja nichts Neues. Und wann konnte ich denn nicht... Ich glaube, in der gesamten Zeit, die ich hier bin, gab es 3 Tage, wo ich nicht untertauchen musste. Die wissen doch immer alles über mich. Die wissen es immer 100%ig. Die wissen, dass ich beim DOJ war. Die wissen, das sagen die auch. Ne? Also, was ich nur nicht verstehe, ist, warum acten die so hart gegen dich, aber mach dir mal keinen von uns. Ich geh mal kurz eine Ohrgeschiss, machen wir es gleich. Ich denke, aus dem Grund, oder dass sammeln die einfach und kommen irgendwann. Ja, die sammeln.
Also Link hat mir gerade erzählt, was es für offene Akten gibt und die sind echt langziehend. Also das ist, wo du schon so denkst, hä? Die ganzen, also im Prinzip war ja bei Kino, erinnerst du dich, Curtis? Mhm. Da bin ich ja ins Wasser abhauen und da, von da an quasi, sind sie der Meinung, dass ich alles mache und DOJ wissen sie auch zu 100%. Ja, weil du hast doch so diese Connection zu diesem Fischer-Typ. Ja. Ist der nicht so korrupt? Das? Ist der nicht korrupt? Korrupt ist ein schweres Wort. Also ich glaube, in unserer Auslegung, Curtis, ist der korrupt. Also seiner nicht. Ja, aber dann kann er doch bestimmt irgendwann mal was machen. Ja, aber das Problem bei ihm ist, der macht nichts ohne Gegengefallen. Ja. Gar nichts. Er macht alles, was er macht, alles, was er sagt. Ja, aber was will der haben? Macht er mit purer Berechnung. Infos, die du niemals einem wollen geben würdest. Das gibt aus, Mela, übrigens. Das Outfit steht dir. Stark, lüg mir nicht so dreckig ins Gesicht. Das meine ich voll ernst, du Missgeburt, Alter. Sag dir, dass die Scheiße aussieht. Dein Outfit, genau. Habe ich wohlgemerkt gesagt. Sag, dass mein Outfit hässlich ist. Nö, ich lüge nicht. Das ist das erste Mal, dass du ein hübsches Outfit anhast. Die hat mein Nachthemd an, ne, und meine Gummistiefel. Sieht aus, als ob sie auf den Rave gehen will, Alter. Vielleicht gehe ich ja. Was ist, das? Der? Eine Techno-Party. Laut Techno. Musik. Also ich gehe nicht dahin. Techno. Doch nicht. Beat. Mach eigentlich deine Rap-Songs. Ja, läuft gut, ne? Ja? Ja, willst du einen hören? Eigene Beats? Wenn sie eigene Beats produziert, gerne, sonst nein. Der Beat ja, aber die Samples nicht. läuft durchgehend ein Sample oder ist etwas gesampled? Das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist etwas gesampled. Das heißt also, du hast irgendeinen Sound, der sich wiederholt aus einem anderen Song? Ist nicht schlimm. Aber da kommt jetzt bald. Da kommt jetzt bald ein frischer Release. Okay, freue ich mich. Ohne Samples und so. Von Mila. Und ohne Adlibs, also mit Adlibs, aber nicht nur Adlibs. Die rappst du jetzt auch neuerdings? Herr K., ich kann dich gegen die Wand bitte rappen. Ich habe eine Frage an dich, ja? Das meine ich jetzt auch nicht herablassend. Also ich bin definitiv zu 99,999% der beste Rapper in dieser Stadt. Das ist ziemlich sicher eigentlich sogar. Ja, das auch von den Erfahrungen, komm mal von deinem arroganten Ton runter. Warum fragst du mich eigentlich nicht mal um Hilfe oder warum sagst du nicht mal, hey, kannst du mir mal einen Text schreiben oder irgendwas? Ich hätte voll Bock, was zu machen mit dir. Was soll die denn mit einem Ghost, Alter? Die haut übelst die Lyrics raus. Ja, dann zeig mal deine Lyrics. Sag mal, bitte die 16er weg, als wäre du erster Platz in Hall of Fame bei RBA. Ja, außerdem, wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich zu Curtis. Weil der so ein guter Rapper ist, oder? Ja. Curtis, erzähl mal von deinen Rap-Skills. Willst du ein Battle? Ja. Ja. Ja, wenn du keinen Ghostwriter hast. Willst du ein Battle? Ja. Boah, ich würde das gerne eingehen, ne, aber ich bin zu faul. Ich bin wirklich zu faul. Ich auch, und ich habe so gehofft, dass ich habe so keinen Bock mehr. Ich finde dieses Text zu schreiben so dumm. Ich finde das so dumm. Ich bereite mich 6 Monate darauf vor, mir gegen irgendjemanden zu rappen, Digga. Das finde ich so dumm. Was für 6 Monate? Gib mir eine Nacht. Und die haut den ganzen Album hin wie Echo. So aus dem Fenster. Bitte. Ja, warum denn nicht? Boah, weißt du, was wir machen könnten? Wir machen PR-Move. Du besiegst mich bei einem Freestyle-Battle. Boom. Ich lass mich besiegen. Und dann gewinnst du und bist die beste Rapperin in der Stadt und kannst damit Geld machen. Ja, bin ich auch so schon. Ja, Rapperin schon. Ja, Rapperin schon. Aber dann hast du den angeblich, der ja eigentlich voll wack ist, besten Rapper der Stadt besiegt. Ja, du bist echt wack. Ey, was frontest du so? Ja, der hat gesundes so Selbstbewusstsein, gemein. Lass dich doch. Das ist kein gesundes Selbstbewusstsein, das ist absolute narzisstische Überschätzung. Oh, das sagt der... Richtige. Der nie sagt, dass er ein geiler Rapper ist, sondern das von hast du heute schon 5-mal gesagt. Heute hab ich's. Reicht's mir, Alter. Jetzt, also, aber du bist so ein dreckiger Choleriker, ne? Ja, ich weiß. Du bist so eine Schwanznase, ne? Sagst du mit deinem eingedrückten Mund, Alter. Was eingedrückter Mund? Ja, ich glaub, Curtis trifft das Loch nicht. Der wichst dir da im ganzen Gesicht rum, Alter. Sowas machen wir nicht. Natürlich. Wir sind asexuell. Wir sind Heilige. Genau. Ja, wir leben keusch. Genau. Koscher. Natürlich tut ihr das. Deswegen hast du auch seine Fetischschüchchen an, ne? Das, oh. Wir hatten einen Wasserschaden. Und Curtis Nase läuft. Genau. Hey, wir klauen kurz sein Auto, ich und Degon, ja? Der geht schlafen. Ah, top. Ja, mach.
Mila, hallo? Ich glaube, der hat einfach nur Angst vor dir. Ich glaube auch. Ja. Weil wenn du den aber besiegst, ne, wenn du einen 16er kickst, dann schämt er sich. Gelände. Nein, guck ihn dir an. Er ist eh schon alt. Alt. Und verbraucht. Hässlich. Der ist gereicht wie Milch. Der hat doch nichts mehr. Guck mal, John, da siehst du wieder, wie unsere Leute mitdenken, ne? Sie leihen sich ein Auto aus. Hey, du, ey, warum bist du persönlich? Was hast du gesagt? Alter, der hat mich hart gefroren. Das hat mich schon hart weh. Das ist jetzt mein Burger. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, immer wenn ich euch sehe, dann muss ich kotzen. Geil. Es kommt einfach so aus, weißt du? Hallo, Telefon. Hi, wie geht's? Sind wir jetzt eigentlich durch? Ich weiß nicht, ja, Juni so macht Oreo-Schüssel. Warum macht er das nicht im Auto? Ja, weil der dumm ist. Jutz. Milan, lass dir nichts einreden, bist die beste Wapperin. Dankeschön. Du bist der beste auch Wapper. Ja, gleich gibt's Schuss im Netz. Aha. Da hol ich mir aber die Feature-Gäste ran. Stay clean. Stay clean. Watch your back, homie. Ich fahr dann eben mit Holy hin, ja? Ich komm danach wieder und wir holen euch. Ja, okay. Jenna, kannst du rappen? Ja. Mach mal. Was? Boah. Nein, ich will jetzt. Nein, ich kann nicht rappen. Lüchner, zieh meine Kunst nicht so durch den Dreck. Genau. Mir leid. Milady. Milady. Hab ein bisschen Respekt vor OG Toasty. Genau. Sonst kriegst du ein Brettelutscher. Nee, oh Mann. Jonathan, kannst du Türkisch? Nein. Kannst du mal was sagen? Nein, ich kann kein Türkisch. Kannst du mal sagen, heute ist ein sehr schöner Tag und ich kann kein Türkisch. Ich bin deine Spieke. Füße stinken? Du kannst Türkisch. Sag, du hast nein. Schöne Füße. Na, sag das denn. Sag das mal. Ich kann kein Türkisch. Ich kann gerade so Deutsch. Aber wir sprechen doch Englisch. What? Wir sind doch in Los Santos. Alter, das war krass. Puh, hast du gesehen, wir haben dich bedient. Gesell, Eier, Klirrim, Jarsch. Was für ein Arsch? Was für ein Eiran? Wie bitte? Ja, gut. Boah, wer kommt, was sind das für Rocker jetzt schon wieder? Nee. Da sind Rocker, ne? Ey, dass sie immer nerven. Egal wo. Ich glaube, das sind gar keine Rocker. Das ist so auf Negentrip. Warum soll ich aus Chicago kommen? Weiß ich nicht. Nee. Frag nur. Nee. Ich komme aus Los Angeles und hab Ferien schon. Sind das Rocker? Hat einer Kopf bestellt. Das sind Marke, ja, die haben IAs im Hals. Ja. Boah, Juni Coppers. Dann lass er abhauen. Oh. Nö, Knarre. Die Knarre. Nein? Das nee. Aber warum? Ja, weiß ich nicht, wir wollen da jetzt losfahren, wir haben noch andere Sachen zu regeln. Was ja, wollen wir für den Cops? Okay. Auf geht's. Jack, Dings, irgendwie später, wenn wir fertig sind, quatschen noch kurz. Ich sitz hier. Guck mal, der sagt losfallen und wir sind die einzige im Auto. Oh, da kommt eine Steilkurve. Okay, okay, ich fahr an. Die suchen den Frank. Und ausgerechnet kommen die hier hin. Ja, aber gerade durch. Das ist aber ein Zufall. Ich hab gerade auf den Arsch gehauen und der sagt mir, fang nichts an, was du nicht beenden willst. Die wollten gucken.
Schönen Abend noch. Ciao. Bis oh, der ist ja richtig mad. Heilige Scheiße, ist der mad. Geil. Bis zum nächsten Mal, Alexa. Man kann natürlich in der Scheune mal gucken, ob Leute Pfang da ist, ne? Natürlich. Ist doch weltbekannt, die Scheune. Ja, da treffen sich immer alle, das Hotspot. Oh, wir fahren am Dino vorbei. Wow, geil. Hallo, Chu. Auch erzählt, dass das DCU da wegen mir steht, lache ich mich komplett weh. Hast du mitbekommen, Frank? Ja, meine Frau hat mich angerufen, Jan hat mich angerufen und jetzt du, mein Herz. Woher wissen Sie denn, dass wir da sind? Ja, ist doch ganz klar, dass der Frank da ist. Meinst du, wir haben eine Snitch? Frank auf der Scheune drauf. Nee, aber ich glaube, vorhin sind ein paar Motorräder da vorbeigefahren. Vielleicht haben die Kopas gerufen. Ja, aber ein Motorrad. Das kann ein echt Motorrad sein. Das kann schon sein, das recht. Aber als ob die Funk gesehen haben. Aber als ob die dich gesehen haben. Der stand in dieser alten Riesengruppe, in der wir standen. Naja, weißt du, ach, nein, haben sie ganz anders gemacht, Bruder. Die haben unsere Autos geortet, sind da hingekommen, haben uns alle gesehen und haben dann gefragt, wahrscheinlich ist Frank hier so auf den. Ja, oder so. Das denke ich eher. Die haben unsere, wenn die unsere Autos orten, wissen, das machen die ja immer, Digga. Jetzt check ich's, dann Digga. Froh, diese Autos schon immer, weg warst, Alter. Ja, mit dem Auto, was keins hat, Alter. Okay, ich ruf den gleich mal an. Danke, Curtis, hau rein. Warum leuchten die Dinger alle rot? Halloween. Die Stadt soll das mal reparieren. Ja, der Halloween. Typ gestern im Park, dieser O'Brien oder wie der heißt, der hat gesagt, die Stadt hat das gemacht. Ja. Wegen Halloween. Ach so. Ja, vom PD wird auch die ganze Zeit jemand umgebracht. Nein, umgebar. Die snipen nicht. Ja. Da waren wir vorhin. Die macht kein Mieter. Ja, wir wollten das melden, aber die hatten keine Zeit. Von hast du das Spinnen, erzählt ne? Von diesem ja, Mann? Ja, irgendwie, warum ich bin das scheiße da. Was denn, Mila? Na, vom PD wird die ganze Zeit ein Halbnackter umgebracht. Wenn wir zum PD fahren und, wie heißt das, die Spinne anzeigen? Ja. Ja, das wollte ich heute was für eine Spinne? Die vom PD. Hast du es nicht gesehen? Nö, fahr mal dahin. Ja, wir was für eine Spinne? Mila, hast du das erzählt? Mit dem Typ, der wobei dir war, fallen? Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall, wir wollten die Spinne anzeigen, aber die hatten keine Zeit. Vielleicht können wir ja jetzt. Denen scheint es auch voll egal zu sein. Was ist denn das für eine Spinne? Eine riesige Spinne. Ich glaube, das ist eine illegal eingewanderte. So eine richtige Haiwan-Spinne. Ja. Hat die einen Schnäuzer? Ja, ich glaube schon. Irokesenschnitt. Oh, wow, 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 wow. Wo soll denn hier eine Spinne? Ach du Scheiße! Guck mal, da hängt jemand. Oha. Ja, der Halbnackte. Was ja, zum Teufel? Kurz. Fanden wir nicht so lustig. Ja, wir sind noch kurz am PD und zeigen hier die Spinne an. Ganz schön gefärblich. Ich finde das schon ein bisschen. Aber die ist nicht echt, ne? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, die egal, wenn ich ein Kaugummi klaue, dann kommen die sofort und die Spinne dafür machen, was sie will oder was. Hallo? Tag, der Herr, kommen Sie bitte in Yankee Park. Okay, warum? Weil wir gleich wahrscheinlich jetzt weiterfahren zu den BOMs. Okay. Die sind anscheinend wieder da, also zumindest 6 Leute irgendwie. Okay. Wir warten gerade alle. Okay. Okay. Aber die Bude. Wir müssen nach Hause. Okay, schnell. Okay. Ach so. Wir müssen nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss, Mr. Polizeimann. Merkt euch das, wir sind jetzt Puppen. Die dürfen alles machen. Tschüss,
nicht nackter, toter Mann. Mila ist auch eine Puppe. Ich bin auch ein Puppe. Ja, aber Puppen werden nicht Puppen gehen nicht in den Knast, hat er mir gerade gesagt. Was? Dann will ich auch ein Puppe sein. Sechs Leute von BOM sind gerade bei denen. Ne? Wo, bei uns? Ja, in Ranch unten. Ach so. Wurde mir auch gerade gesagt. Okay. Wer ist BOM? Die Ranch-Leute, wo wir gerade waren. Ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Let us go! Dann let's go, oder? Oh, fahrt den blauen Wagen und in Kolonne, Ding. Auf Platz. Dup, 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 dup. Eine von euch. Na klar. Aber wir reden, ne? Jack redet und Johnny. Achso, also nicht auf den Schuss legen. Ja doch, aber nicht schießen. Hier ist sogar keiner. Mich knallen. Wo ist das letzte Auto? Wo ist der Neon? Wir müssen auf 5 warten. Willkommen. Ja. Und? Ja, wir sind nee, hier. Das passiert mir nicht, Buddy. Jo, wenn ein Problem hast, fahr Kacko werden oder so. Fahr. Was ist? Wer wohnt hier schon wieder? Ja, irgendwelche Grünen, die habe ich heute Mittag gesehen. Wo vermerzeln? Ja, ich glaube in der Projektmappe. Auch nicht. Familienausflug mit einem Kusch. Junkie Park. Ja. Mila, du siehst aus, als hättest du einfach den Durchblick. Als würdest du die Welt verstehen. Ja, oder? Nein. Und jetzt so den 187, Mila? Hab ich auch kein Problem mit. Ich wollte schon immer mal den Plati CL sehen. Perfekt, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt sag nicht, wir verfolgen das weiße Auto. Oh mein Gott. Ey, bleib mal stehen, wir haben nur eine Frage. Perfekt. Warum, der soll doch nicht wegfallen. Komm, dann fahr hinterher, fuck off. Ja. Pech gehabt. Boah, der denkt jetzt, dass wir dem irgendwas tun wollen. Ich verstehe nicht, warum der so... Ich glaube, rechts standen noch Leute, ne? Ja, da standen noch mehr, Wir sind unten wie heißt das hier? Vespucci-Kanäle. Ja, die verstecken sich hier. Oh, bist du behindert, Alter? Pack die scheiß Waffe weg. Junge. Packt jetzt eure Knarren weg oder wir packen unsere aus? What the fuck, Alter? Was ist los mit euch? Junge. Meine Fresse. Ich hab versucht anzurufen. Echt? Ja. Wen? Wie hieß der? Den Shiny und hier... Ich glaube, Shiny ist nicht da. Lassen Sie mich gucken. Und der Snoop. Der ist im Krankenhaus gerade. Gut. Wer hat denn sonst das Sagen? Da hinten telefoniert gerade. Soll ich ihn mal holen? Ja, am besten gut. Der hat telefoniert schon, weil der denkt, Bretterei. Wohnt ihr jetzt hier? Hallo? Hallo. Wohnt ihr hier? Nee. Was? Willst du quatschen, was soll ich? Na, mach du doch mal. Gut. Oh, die kriegen Tanti-Bretter.
Was geht? Ja. Aua. Von der Junkie Park sind und ihr wisst doch, dass wir Business haben mit United. Ja, kann sein. Gut, warum kommt dann United eben zu uns und sagt, wir dürfen euch keine Pilze mehr verkaufen? Ja, weil das halt so ist, ne? Wie, weil das so ist? Ich meine, ihr wisst ja, was ihr für eine Scheiße gemacht habt, oder? Was haben wir denn für eine Scheiße gemacht? Ja, das wisst ihr ganz genau. Ach so, dass wir euch hops genommen habt, anscheinend, dass ihr dann zum Park kamt, die Quittung bekommen habt, dann hat man anscheinend darüber geredet, das Thema war erledigt und jetzt macht ihr so einen? Ja, richtig. Seid ihr euch aber sicher? Ja, wir sind uns ganz sicher. Ah, jetzt. Wirklich? Also wir wollen, wirklich also wir wollen das eigentlich machen, nicht, ne? Ja? Wir wollen nur unser Business machen. Okay, ich werde noch mal das mit Snoop bequatschen, den kennt ihr bestimmt auch. Ich sag mal so, du quatschst mit dem Snoop und wir fahren jetzt zu United und holen unsere Pilze ab, weil wir machen unser Business weiter und hab keinen Bock da jedes Mal Pausetage einzuschieben, was das Business angeht. Wir haben gesagt, wir sind der Junkie Park, hier wird Drogen. Und dieses also Mal ja, Mal nein, hier einen Tag nicht. Könnt ihr ja noch mal auf Pilze verzichten. Wie gesagt, ich kläre das ab mit Snoop. Wir verzichten nicht, wir fahren jetzt zu United und kaufen uns unsere Pilze. Und du vertrittst das vor Snoop, dass das so ist. Ja, dann mach das so. Wunderbar. Dann danke ich dir. Aha. Kannst du dann den Typen von United anrufen und den Bescheid sagen? Ja, mach ich. Jetzt? Ja, besser. Hast du recht. Sonst rufe ich den gleich an, dann sagt er, nee, der hat wieder was anderes gesagt, hat, da habe ich keinen Bock. Ja, aber das sollen die doch untereinander klären, wenn die da Stress auf der Route haben. Damit haben wir nichts zu tun. Die haben ja keinen Stress. Die wir machen ja Stress. Ich rufe gleich an. Gut, ich rufe dann in 15 Minuten bei der Shorty an und gehe dann meine Pilze holen, ne? Ja, mach das. Gut, ich danke dir. Sag mal, ist der lebensmüde? Gottes Bruder! Haben sich doch gerade übelst in die Hose geschissen, oder? Verstecken sich hier, das sagt doch schon alles, oder nicht? Ja. Und was ist jetzt? Der beginnt jetzt unsere Pilze holen. Wie, wir gehen jetzt unsere Pilze holen? Ja, der Jack hat ihm jetzt gesagt, dass bei uns Drogen verkauft werden und wir kaufen Pilze von ihm. Da können die machen, was sie wollen. Der hat auch gesagt, wir wollen das nicht, also diesen Stress. Aber wir kaufen auf jeden Fall Pilze von United. Weil das ist Business. Der kam nicht mit einem Gegenangebot, dass die uns welche verkaufen und gar nichts. Was ein Fuckel. Boah, ganz der Typ, ne? Puh. Die sind wohl, sag ich dir ehrlich. Die übernehmen eine Route oder so, da unterdrücken andere Leute im Business, was ja fein ist. Und dann kommt der nicht mal mit einem Gegenangebot. Der meinte so, Jack meinte so, wir dürfen keine Pilze mehr verkaufen, meinte so. Hörst du zu? Ja. Der meinte so, United hat uns gesagt, wir dürfen keine Pilze mehr im Junkie Park verkaufen. Da meinte der, ja, ihr wisst ja, was ihr gemacht habt. Obwohl die Sache eigentlich schon geklärt war. Aber gut, anscheinend war ein Stress. Warum hat er sich direkt da geklärt? Vor allem, warum verstecken die sich da unten? Keine Ahnung. Also wirklich. Ich dachte eigentlich, die Sache wäre geklärt. Ich dachte ganz kurz, hat die Pilzroute jetzt sonst gehört. Meinetwegen? Ich hab gedacht, ich höre gerade nicht richtig. Erneute Abend-Nachtschicht. Wir fahren ein bisschen auf der Pilzroute rum. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, am besten jetzt alle zusammenkommen, dass die Leute, die das nicht gehört haben, das hören. John. Wieder am Telefonieren. Ich auch. John. Wo ist der Neon? Kommt mal zum Junkie Park. Aber was haben die eigentlich da gemacht? Ziehen die um? Die verstecken sich da. Die verkriechen sich da, die Weicheier. Ich verstehe nicht, warum die sich verstecken. Wisst ihr das? Nee. Ja, weil die doch Stress mit den Mädchen Leuten haben. Hauptsache, der Typ fährt weg, ne? Will flüchten und fährt direkt zu seinen Leuten. Ja, na, soll doch nicht. Ruhe. Es kann sein, dass sie jetzt zum Junkie Park kommen. Die steigen gerade alle ein und fahren los. Entweder fahren nach Hause oder kommen hier runter. Was ist das hier? Also, macht euch ready.
Dann ist der TK. Grüße. Ich deck das doch. Macht euch Freddy. Habt ihr gehört? Ja. Das kann gar nicht herkommen. Ja, oh. Knarre draußen haben. Ich stehe nur hier unten. Ich will ja keine Kugel fangen, ne? Für euch als Information, ich weiß nicht, ob jeder zugehört hat. Wir haben dir gerade die Möglichkeit gegeben, United Bescheid zu sagen, dass wir in 15 Minuten dort anrufen, um unsere Pilze zu bekommen. Sollten wir die nicht bekommen, suchen wir die und ficken die. Okay. Tagpause, ich glaube, es hackt. Was ist denn der Hase? Dienstag. Ich bin mir sicher, ob ein Hase mit Pumpe rumrennt. Der Hase kommt gleich, der Hase ist kurz zur Apotheke, jetzt. Ich komme schon zur Blatten holen. Er steht da hinten auf der Mauer. Das ist Jönni. Weiß der Bescheid, ja, ne? Ja, der war da. Hast du gehört? Ja. Kann sein, dass die jetzt herkommen, ne? Ja. Okay. Lass meine anderen Ruhe. Ich glaube nicht, dass die kommen. Ich bin jetzt ich von der Gacki-Gang. Weil der Dingens, deren Orgi ist doch im Krankenhaus. Außerdem haben wir gesagt, dass wir nicht so das auf die Art lösen wollen. Also jetzt ohne, ich hätte es nicht netter formulieren können, oder? Wir standen so gegenüber und die dachten so, okay, jetzt werden wir weggebrettert. Die haben sich doch direkt in die Hose geschissen. Ich hab mir quasi, den Ball genommen in die Hand und hab ihn den übergeben. Das ist nicht schlecht, Dirk. Das muss man so machen. Ich hatte noch eine Volleyball im Kofferraum. Wenn die jetzt hier auftauchen sollten, schieß sofort, ne? Ja. Nee. Vielleicht wollen die auftauchen und sagen, hier, ihr habt unsere Pilze. Wenn ich eine Knarre oder eine Fleck in deren Fresse sehe, dann die sich... Ich verstecke mich und hoffe, dass ich nicht angeschossen habe. Die hatten jetzt Zeit zu reden, der wollte nicht reden. Wenn die jetzt kommen, wollen die ballern. Ja, ich schieß dann auch einfach mal los. Ich schieß sofort. Ich schieß nicht. Der wollte doch nicht reden. Die kommen eh nicht, macht euch. Ja, die kommen eh nicht. Ich glaube auch nicht, dass die kommen. Trainer. Da sind sie. Da ist unser Nähe. Ja, schieß. Sag mal, was machen die da die ganze Zeit? Ja, was, wie? Die halten die Arme aus dem Fenster. Ja. Oh. Oh. Kommt mal her. Oh. Oh. Kommt mal her, wer ist da noch? Hallo? Für euch als Information, ich hab denen gerade nochmal die Möglichkeit gegeben, hab denen gesagt, ne, wir machen weiter Business mit denen, die sollen jetzt United anrufen, der OG von denen ist nämlich im Krankenhaus. Die sollen United anrufen, das klären. In 15 Minuten rufe ich den Shorty an, wenn der mir dann immer noch keine Pilze verkauft, weil die dann nicht angerufen haben, dann kriegen die eine Brett. Gut. Wir sind eben gerade Richtung Dings gefahren, nach 187 Hund, ne? Ja, ist ja gut. Ja. Die können wohl verstecken, wo sie wollen. Wir können auch 187 anrufen, von wegen schickt die raus. Dann schicken sie die raus und dann ficken wir die dann. Ich hoffe nicht, dass die angreifen. Nee. Also, als ich die bei Jamestown gesehen habe, waren die mit 4 Autos unterwegs und da auf die Dächer sind die rumgesprungen. Und einer hat von denen so gerufen, wenn die in einer halben Stunde nicht hier sind, sind das voll die Lutscher. Ja, Mann. Das ist aber gut, dass die ja die Dings aufhab, ne? Das verwirrt immer. Ach, die Leute denken bei der Orange schon, dass das gelb ist. Das ist auch richtig. Was eigentlich mal der Growth? Hat mal wieder was einer gehört? Nee. Was machen die? Bernies, glaube ich, ne? Was waren das dann für ein Kreis? Bei der Geiselnahme bei Bennys, wollten da jemanden einpacken, da habe ich sogar gesagt, nee, stopp, das gehört der Grof, wir packen hier keinen ein. Das stimmt. Also, soweit ich weiß, lagen gestern 11 Grüne im Dreck am Ölfeld. Wer waren die Grünen vorhin? Kam die Ölmafia? Es gibt eine andere grüne Dingsbums, glaube ich, in der Gang oder so. Ja, bei der Tankstelle. Achso, und wir müssen uns eigentlich mal um die Projektmappe auch noch kümmern, weil da anscheinend irgendwelche Blauen sind, die... Das ist 44. Ja. Die sind umgezogen, also, von der East Side in die Southside. Na gut, das in machen wir, alles gut. Ist das nicht von Paco? Der letzte Mal bei 187 war? Genau der. Ja gut, das löst ja, da kümmert sich die Adis drum, alles gut. Dieses Drecksautos. Vor allem übernehmen die Route, ne? Ist ja alles gut. Aber dann sollen die uns doch ein Angebot machen. Oder sind die jetzt so beleidigt? Ich dachte, die Sache wäre geklärt.
Das habe ich dem ja gesagt. Ich dachte, Sache ist geklärt. Nee, war doch nicht geklärt. Kleine Fotze. Ich weiß ganz genau warum. Dann sollen die doch herkommen und es klären. Aber da haben die auch nicht die Eier zu irgendwie. Warum auch immer. Hase. Ja. Wissen Sie, was man munkelt? Warte. Wir haben keine Schrotflinte mehr. Ja, doch, ich habe noch einen Journey. Ah, yes. Haben Sie die auf Vorrat? Natürlich. Das ist nicht schlecht. Das ist für wenn ich einen verliere, dann, damit ihn schwer tut. Ich habe meine Cringe-Partner auch immer auf Vorrat. So ein ekliger. Au. Und dann verstecken die sich da in so einem reichen Gebiet, weil die mit irgendwem Stress haben. Macht die Grof auch? Ja, tatsächlich haben auch das an der Villa gefunden. Schon. Ja, ja. Mit wem haben die Stress? Die hatten mit den Jahren James Stress, die haben sich an der Villa versteckt. Aber das ist schon ein Weilchen her. Wenn die eh nicht zu Hause sind, wollen wir nicht da einfach ach, mal für eine Woche einziehen? Die haben mit Jamestown Stress? Oh mein Gott, und verstecken sich da auch, du Scheiße. Ja, das Gangster verstecken. Jungs, lass uns verstecken, los. Wollen wir fangen spielen? Alle aufs Dach. Schwör bei Gott, wenn wir uns einmal verstecken bei Ärger, ne? Nein, Bruder. Das merken sie oft nicht selber. Genau so, genau, ich bin stolz auf dich. Bademeister winkt oben. Da deckt das Dach. Da deckt noch einer das Dach. Hey, was macht er auf dem Dach? Ja, gut, falls sie kommen, ne, ich versteck mich mal. Weil oh. ich möchte nicht mit reingezogen werden. Doch, du wirst aber schon nicht mehr draußen. Du kommst sofort rein. Du kannst mich nicht im Stich lassen, du gehörst zur Familie. Ah, du kommst hier in den Kreis. Gut versteckt. Schlaft gut, Leute, die schlafen gegangen sind und gehen. Gute Nacht. Boah, ich hab aber echt keinen Bock, gleich durch die ganze Stadt zu fahren, die zu suchen, ne? Ich hoffe, die sehen nein, mich. Nein, wir gehen sind wir Kammerjäger, oder was? Ja. Klar. Ja. Memo. Ich bring den Müll raus. Wann gehst du schlafen? Ich bin Müll, Mann. Bin ich schon vor einer halben Stunde gejammert, dass du schlafen willst? Ja, Mann. Ich glaube vor 2 Stunden schon. Okay. Also jammerst du einfach nur gerne rum. Ja. Letzte Nacht einfach gar nicht gepennt. Ich brauch eigentlich meinen Schlaf, ja. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja. Schlafen wird überbewertet. Aber ab nächster Woche. Sollen die uns doch einfach ein Angebot machen und das hier im Kopf. Ich glaub, so weit denken die gar nicht, Bruder. Warum geben die das nicht ab? Ja, aber will doch Stress mit denen. Dann können die wieder zum Erdbeerfeld. Ich hab um 12 nach, habe ich dem die Ansage gemacht. Das können wir uns ja schon mal auf die Autos verteilen. Nein, wir suchen die ja dann gleich nicht. Aber du wolltest doch Pilze holen gehen. Ja, aber wir müssen nicht mit einem Pilze holen. Ja, wir rufen den Tyrone von United erstmal an. Oder wie heißt der? Dorty. Tyrone, hallo. Dorty. Shorty. Achso. Shorty. Der mit dem Skyline. Der Dreckige. Der im Zoll steckt. Der mit Kindersitz auf Fahrerseite. Ja. Mein Bruder. Ja. Da kommt der Jäger angedriftet. Das ist der Driftmeister. Driftformist. Das ist ein Racer. Mit seiner Olle ist der doch da, oder? Nee. Nee, mit einem anderen Frigel. Warum zeigt er seine Olle nicht? Mit der anderen Transe. Was? Aber ich mach alles für die Familie. Warum übernehmen wir nicht die Route? Ja. Die haben wir auch schon überlegt. Wenn die jetzt anfangen, Stress zu machen und dann sogar noch die Maxis dazu holen, dann kommen wir uns entweder mit United zusammen und sagen dann, Route wir tun uns mit Genix zusammen. Curtis, wir gehen einzeln auf die drauf. Erstmal die einen, dann die anderen. Curtis. Auch so nicht. Was denn? Du kriegst meine Kutte. Sieh das Ding aus. Wir tun uns mit niemandem zusammen. Jeder steht sein Mann. Auch wenn die United heißen. Na, Mila, hast gehört, jeder steht sein Mann. Ach, das ist das Motto. Ich bin kein Mann. Oh, hoppala. Wir United brauchen keine U25. Dup. Eine von euch. Eine von euch. Boah, der Maxi liebt dich voll, ne, Mila? Ja. Der steht immer bei dir. Ja, ich bin verliebt. Der hilft dir immer bei deinen Texten so zu vollenden. Richtiger Fanboy. Wenn jemand fragt, Mila oder so, sagt er, hallo? Ja. Richtiger Fanboy. Ja.
Ich glaube, der will einfach so sein wie ich. Erzähl. Der ist wie der kleine Roboter bei Transformers, der am Bein so zicke-zacke-nacke gemacht. Meine Lady, bitte. Bitte geben Sie mir Geld. Ich zahle auch was für dich. Komm, bitte. Gib mir deine Schuhe. Bitte, bitte. Sehr gut, Mo. Ey, Sat, machst du... Ja, ich wollte auch gerade sagen, keinen Krampf in der Schießerei bekommen. Bitte deine Schuhe. Gib nein, 10.000. Ich mach mich warm. Keine Zerrung. Cola Zerro. Hey, wenn Sie sich warm zu machen haben, machen Sie sich richtig warm. Laufen Sie sich schon mal ein. Ja. Lila, wir brauchen deinen... Mein, wo ist denn der Onkel? Das geht nicht. Geht nicht? Der ist auch oben, glaube ich. Nein, ne? Wann willst du anrufen? Ja, aber... 7. Der vorhin im Kursladen hat er sich so gut angehört, dass er auch dabei sein darf. Oder doch nicht? Aber... Welche? Was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Mila, wann kommt eigentlich ein neuer Song von dir? Neuer Song? Wann kommt der? Im Kleidungsladen hast du schon vorgerappt. Nee. Wann kommt ein neuer Song von dir? Was machen die eigentlich? Wir machen warm. Mit Tuning. Du weißt noch nicht wann. Wenn der neue Produzent dann raushaut. Das ist deine Game. Mein neuer Produzent ist der Besteste. Das ist ein Tischtennisspender. Der macht voll schnell. Ach ja, Achtung, Crazy. Zack, zack, Rückschwinger. Rückhand. Rückhand. Ach ja, Bruder. Oh Junge, Memo, du kannst schon. Warte. Stabil. Ich bin stolz auf euch. Ich wusste gar nicht, dass wir so sportliche Junkies sind. Geil. Was, Junge? Komm her. Wir sind doch kein Junkie. Ich bin kein Junkie. Ach, wir sind Junkies. Keiner von uns nimmt Drogen. Ja doch, ich nehme... Nein, doch, ich nehme. Hör, das hält mal meine Füße, Bruder. Zwei Nasen zum Frühstück und 5 Joints zum Einschlafen. Ah, gut. Das hört sich gut an. So, ich rufe mal meine Shorty an. Machen sie das. Ja, wir fahren aber nicht dahin, die sollen herkommen. Der Shorty soll einfach sagen, wir verkaufen es wieder. Das ist besetzt, das ist natürlich wieder top. Handy ausgemacht. Gucken sie in den Verlauf. Okay, lass hinfahren und die Brettern. Provokation. Oh, ist kein besetzt. Ist nicht im Verlauf, das heißt... Ja, dann ist besetzt, dann ist besetzt. Jetzt schon. Mit Handy ausgemacht, Provokation. Warte. Oh, oh. Ruf noch, ich ruf durch, ich hab mehrere Nummern. Hau nicht da. Mal warm, nur für den Fall der Fälle, da. Jungs. RP eSports. Ja, die sind. Warte. Hat doch geklärt eben gerade. Also von dem Fischer unten. Was mit Fischer? Ja. Oh Gott. Ich musste aufstoßen. Ich dachte mir schon wieder, du kotzt dir fast in den Mund. Das hat sich angehört wie ein Schwanz. Bruder, das habe ich letztes Mal vor 7 Monaten gesagt, dass ich nicht kriminell bin. Okay, ich erreiche dort keinen. Ich kann jetzt mal mit 2 Leuten zum 28 fahren, gucken, ob da noch sonst was ist. Na gut, dann ist da noch ein Platz. Mach mich hier weiter warm. Fahrer. Wo wollt ihr hinfahren? Wir fahren jetzt zum 28. Fragen. Was ist ein 28? United. Willst du mit? Nö. Wir brauchen Leute hier. Ich verstehe aber nicht, warum ihr 3 Leuten fahrt. 2 reichen nur. Okay, eine aussteigen bitte. Ach, fuck you! Bleib hier, Stinkesocke. Blödes Arschloch. Ey, ganz Schnauze. Kriegst du eine Rolle, kriegst du ein Brett. Butzbach! Ich muss mich doch mal locker Donkey machen. Danke, Camp. Dazu ein Röhnchen. Nicht schlecht. Was macht ihr da? Was ist das? Das ist geil. Wir haben es geschaut. Ah, du alter Amateur. Ja. Ich hab keinen Schild, rutsch Gefahr. Nein. Ich hab zu viel Sport gemacht, bestimmt. Nein. Woher? Was? Warum holen wir mal ab? Sag mal. Gehen da hoch. Direkt deinen Rücken mal durchdrücken. Hm? Komm da.
Nee, hey, nicht machen, gefährlich. Zu viele Ohren. Shorts. Sagst du, dann geht's klar, ja? Ja, ja. Okay. Finde ich nice. Das gefällt mir. Ach, Mann. Mir ist langweilig. Mir auch. Und ich bin ja, mir auch. Ich wollte ja mitfahren. Aber wegen dir bin ich jetzt hier, du blöder Pisser. Halt deine Klappe. Hey, Avo. Genau, halt den Kappe. Avo, hallo. Avo. Avo, Camp. Avo. Avo. Wer kommt da? Weiß. Kommen Sie mal bitte kurz auf Seite. Ich habe mal eine wichtige Frage an Sie. Tut mich leid. Hallo, Motherfucker. Wer noch da? Da ist keiner da. Ja, das heißt, wir bekommen unsere Pilze jetzt nicht, also suchen wir BOM. Ich glaube, die räumen gerade die Apotheken schon mal leer. Ist keiner da? Keiner da. Aber dann können wir das der BOM uns angreifen. Was können, nö, können wir auch nicht. Warum sollten wir auch? Dann müssen wir auf morgen. Ja, ja, deswegen, ne, klären wir das morgen halt. Pff, nur wegen so hässlichen paar Pilzen, ne? Jo, aber das ist gut Kohle. Ja, da hat sich das ein paar für aus. Ja, links, rechts. Kommen Sie mal zusammen. Was ist denn da, Alter? Wieder hier. Also, bei der Dings, bei der 28 ist gerade keiner. Das heißt, die konnten das auch nicht klären. Das heißt aber, wir können das der BOM auch nicht angreifen. Das heißt, das klären wir morgen. Das heißt, ja, BOM ist aber, 28 ist keiner mehr wach. Aber ich wollte morgen Filmetag machen. Deswegen können wir den noch nicht angreifen. Ich wollte morgen filmen. Ich muss den neuen Film gucken. Jax, du kannst dir das angreifen, dass wir jetzt unsere Ware nicht haben und kein Geld machen. Das kennen wir. Ja. Sollen die doch zusehen, wo dann sie sind. Dann sollen die uns für heute erstmal Pilze geben. Ja. Die Jungs sagen jetzt gerade, jetzt können wir das doch angreifen, weil wir jetzt für heute keine Pilze haben. Und die sollen uns Pilze geben, fertig. Ich geh kurz pissen. Ich ruf nochmal da an. Das ist doch deren Problem. Lass du einfach Pilze holen gehen. Nein, wir gehen doch selber arbeiten. Ich ruf jetzt nochmal diesen Snoop an. Ja. Den OG von dem, BOM. Oh, und dann fange ich mal nach unseren Pilzen. Ah, klingelt. Aua. Aua. Okay, aua. 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 Grüß dich. Aua. Haben deine Jungs schon mit dir gesprochen? Junge. Gut. Ja, richtig. Ich hab dir noch gesagt, was habt ihr? Ja, aber ihr wisst, weißt du, ich hab deinen Jungs auch gesagt, wir haben da Business am Laufen und wir haben jetzt wieder einen Tag Ausfall, das ist ganz schlecht. Ich habe auch keinen von den 20 jetzt erreicht, dass die mir jetzt welche verkaufen können. Das heißt aber auch, ihr habt das nicht geklärt, dann hätte ich gerne von euch heute ein paar Pilze. Sehr gut, sehr gut. Morgen ist Ruhetag. Sehr gut. Ja, aber ihr sollt, ja, aber die waren eben hier, haben gesagt, die dürfen uns heute nichts verkaufen, weil ihr da Faxen macht. Die waren hier, haben gesagt, weil wir wieder Pilze haben wollen, dann haben die gesagt, wir dürfen nicht, weil wir Schmerzen. Die dürfen nicht an uns verkaufen. Ist das so falsch oder was? Gut. Nee, kann ich mir nicht, weil ich deinen Jungs auch schon eben gesagt habe, ihr wurdet anscheinend von uns in der Hot Hops genommen, dann kamt ihr nach hier, dann habt ihr. Ja, ne? Dann ja, gab's eine Schießerei. Dann gab's ein bisschen Stress, dann habt ihr darüber geredet, dann war das anscheinend alles erledigt. Und jetzt macht ihr wieder diesen. Gut. Ach so, so ein Ding ist das. Also kommen wir jetzt eure Füße abschneiden, nehmen eure Fußpilze oder was? Oder bringt euch welche vorbei? Kommen wir jetzt vorbei und schneiden euch die Füße ab, damit wir auch einen Fußpilz haben und die verkaufen können, oder kommt ihr vorbei und bringt uns jetzt wenigstens 50 Pilze für heute? Ja, und sonst natürlich, ne? Behindert. Klappe! Jack macht das schon. Und behindert sagt man nicht. Genau. Gut. 50 Pilze für heute wären ganz praktisch. Gut. Bis gleich. Aber was ist los? Wenn die das machen, Hey Jack, auf, lass mich raten, am Anfang des Telefonats war er noch ein bisschen halbstark und dann hat er gesagt, okay, wir geben Pass euch. Auf, ne, die verlangen, die denken nicht, dass die umsonst abgeben sollen, ne? Die denken, die bekommen jetzt Kohle dafür. So ja, dann nehmen wir die Hops. Ja, dann nehmen wir die Pilze. Ob ihr die jetzt geschenkt haben wollt, die Pilze, das ist mir egal. Doch, natürlich wollen wir die geschenkt haben. Ja. Du weißt du, wie viel ist das? Ja, ihr habt aber schon wieder alle einen Kick am Kopf. Nein, ja. Du auch. Doch, ich auch ein bisschen, muss ich eigentlich zugeben. Nein, aber guck mal, ja, haben wegen denen einen Verdienstausfall, doch was müssen wir jetzt ausgleichen. Ja, also, 500.000 wie gesagt, Tag heute.
wie gesagt, jetzt ruft Johnny wieder an. Ich will so ein Hemd. Ja. Also ich habe jetzt bei der BOM bei dem Snoop angerufen, dem haben die jetzt anscheinend so halb mitgeteilt. Ich habe dem jetzt gesagt, wir hätten gerne, weil wir die 28 für heute nicht mehr erreichen, dass die uns heute 50 Pilz vorbeibringen. Ich meinte auch irgendwas von wegen, wir schneiden die Füße ab wegen Fußpilz, aber das ist eine andere Thematik. Er klärt das jetzt ab und meldet sich nochmal bei mir. Der war richtig gut. Er war nicht schlecht, ne, Alter? Du bist die Rollstuhlfahrer. Ich kann dich auf dem Laufenden. Gut. Ich hasse die Typen, ne? ich merke das. Die suchen ohne Grund Stress mit Jungs. Uns. Ja, hat man doch vorhin gesehen, dass die nur ballern wollen. Wir verstecken. Wollen nur Schuhe. Das ist eine Frechheit. Guck mal, das Ding ist einfach. Die ja. haben halt. Wir haben die haben halt keine Ahnung, was die da machen. Ja. Aber die haben von der Route. Absolut keine Ahnung. Ja, wenn die herkommen, sagen wir gleich, dass dann unsere Route gleich. Die haben Stress mit irgendeiner United-Scheiße und sind irgendwo und verstecken sich. Nein, die haben mit Jamestown Stress. Oder Jamestown. Wie viele Leute hat Jamestown? Vier? Ja, vier. Ich hab sieben im Kreis stehen sehen. Jamestown sind echt nicht viele. Ich hab sieben im Kreis stehen sehen eben. Gut. In Jamestown. Ja, an der Kirche. Ich hab die erst ist ja auch egal. Mal gucken, guck mal, es ist ja hier, pass auf, es ist kein persönliches Problem mit denen, auch wenn das Idioten sind. Hier geht's ja nicht um irgendwelches Gangzeug oder so, sondern um Business. Und wenn wir keine, und ihr sagt ja selber, Jack, du sagst selber, wir haben heute einen Ausfall, wenn wir keine Pilze haben. Ja. Also es geht ums Geld. Das ist unser Umsatz. Ja. Also geben wir denen auch die Kohle, was wir denen in United gegeben hätten. Nein. Für die Was nein? Warum? Weil die so einen Scheiß Preis machen. Weil es ums Business geht, das ist nichts Persönliches. Ja, nein, aber guck mal. Das Ding war geklärt. Hey. Wir sind von dir weggegangen. Wir haben selber Wetter mitgebracht. Stopp. Ich habe ihm gerade selber gesagt, ich dachte, das Thema ist erledigt. Wir haben hierüber gesprochen. Damit ist er, nein, das Thema war nicht erledigt. Aber euch sind jetzt anscheinend erst die Pilze ausgegangen. So, das heißt, die hatten das schon länger geplant. Einfach uns die Zufuhr an Pilzen zu stoppen, weil die hier eine Brett bekommen haben. Ja, finde ich gut den Move, haben sie gut überlegt. Nur die Quittung kommt immer zurück. Für mich ist die Sache ganz klar. Wenn die jetzt heute kommen sollten, wenn die kommen sollten und uns wirklich Pilze bringen, dann gebe ich ihnen dafür auch Kohle. Aber es geht von der Kohle. Genau, weil das nur ums. Ich weiß. Die wollen unser Business kaputt machen. Die wollen kein Business kaputt machen. Die sind wie kleine Mädchen aus der Wellness, die sagen, die kriegen nichts mehr von uns. Ja, das ist doch das Business kaputt. Ja. Dann fahre ich da rein und sage, wir kriegen jetzt alles. Aber nein, wir haben doch gar nicht von denen bezogen, sondern von United. Ja, aber die reden doch mit United. Ja, aber die ficken doch United ins Bein. Und sagt, ihr dürft nichts mehr verkaufen, bla bla bla. Dann, deswegen machen wir es so, dass wir dann mit United die BOM und die Mexis runterficken und die Hälfte dann uns gehört. Boah, das war ein Business-Move. Das war halt ein dicker Move. Ich hab keinen Bock, das noch, wir kümmern uns um keine extra Route nochmal. Mir ist das egal, ich frag Johnny, was der denkt, mir ist das egal. Ja? Fuck Families. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Soll ich von Phil sagen? Was? Ihr seid einfach nur absolute Leute. Wo ist Jammer? Jammer. Können wir das nicht Jammer klären lassen, Mann? Ich würde gerne mit dem reden zu hören. Der hat Fingerspitzengefühl dafür. Oh, dann kannst du gleich Haze hinschicken. Ihr könnt das auch in der. Ja, aber das ist halt eine Frechheit von denen, ne? Die wollen halt unser Scheiß. Die ficken uns halt in unser Business. Ja, aber du siehst doch, die bringen uns doch Pilze. Wenn die uns jetzt Pilze bringen sollten, dann sind die doch wieder ihren eigenen Worten in den Streu geblieben. Aber ich will lieber United Geld in den Arsch schieben als den. Ich sag dir, die weil wir schieben theoretisch unsere Feinden jetzt Geld in den Arsch. Meinst das du, macht keinen Sinn. Warum unserem Feind? Was haben wir mit dem zu tun? Weil die uns abfucken wollen. Bruder, ihr seid da hingefahren und habt gefragt, ob ihr Background-Tänzer bei dem sein würdet. Ja, nicht. Hey, dann mach das doch einfach so. Du nimmst die 50 Pilze, sagst, kriegen sie morgen von Dings zurück und wir geben denen die Kohle. Von. Wer liefert uns die Pilze? Ja, die BOM. Nein, United. Also heute sollte BOM uns die Pilze liefern. Gut, wenn die das machen, sagst du, kriegen sie morgen von United zurück und du zahlst United aus.
Ja, lass das so machen. Dann können die United sich darum streiten, wenn ob hier das Geld auszahlen. Wenn dass sie nicht den Leuten, die, den BOM die Kohle geben wollen, naja, dann kriegen die halt ihre 50 Pilze morgen zurück. Und gut das? Nein. Die 50 Pilze behalten wir. Aber wir geben United morgen halt's das Geld. Maul. Nein. Das du ist hast schon das falsch verstanden, Craig. Ja, das ist schon klug. Ihr meint das Gleiche. Ja, guck mal, dann kriegen die 50 Pilze, geben United das Geld und dann müssen BOM und United sich darum kloppen, weil die Scheiße gebaut haben. Wir sind ja dann außen vor, wir haben United das Geld gegeben und wir haben unsere Pilze. Das klingt gut, weil unglaublich einfach auf die Idee. Schießen, das klingt einfacher. Ihr nimmt die Pilze und sagt, geht auf United seine Rechnung. Das ja, sollen Idee. Die das doch klären, wenn die mit ihrer Route nicht klarkommen? Ja. Und wenn die das nicht klären können, können wir meinetwegen sagen, wir ficken alle und die Route geht uns. Das ist scheiße. Finn, lass uns hinziehen gehen. Lass Kutter anziehen. Finn, Ruhe. Und dann kommen Ruhe, wir mit Rollern und dann überfallen wir die einfach. Ruhe, Mann. Ne, also ich würde das jetzt echt machen, dass die Pilze nehmen und sagen, die kriegen das Geld morgen von United. Okay. Ich nehme jetzt gleich die Pilze und sagen, die kriegen die Pilze dann morgen von United zurück. Und United wird ausgezahlt. Oder das Geld. Lass die Rückweg überfallen, wenn die Geld dabei haben. Ey, wenn die jetzt wirklich die Pilze hier vorbeibringen, nachdem das war Brett. Ich habe ja das Gefühl, dass die jetzt kommen und knattern. Ja, ich auch. Ja, 100%. Ich glaube auch. Ja, das ist ja auch egal. Dann knattern wir die um, dann nehmen wir die nach Hops und dann klauen wir den alle knattern. Was hat er gesagt? Stopp, er ruft mich an. Ich hoffe, die schießen nicht in meine Ruhe. Richtung. Ruhe. Grüße. Halt die Fresse, Digga. Ich sag mal so, die 50 Pilze, wenn wir die haben, ihr kriegt die dann morgen von United einfach wieder. Weil United ist unser Businesspartner. Ey, warum ruft er das an? Oder die machen uns besseren Kurs. Ja, mit United machen wir normales Business. So wie immer. Wenn der heult, sagt die meiste Fotze. Okay, pass auf. United, uns gingen die Pilze aus. United kam gerade eben vorbei, hat uns gesagt, so Pilze, ne, als wir gesagt haben, wir würden gerne unsere Vorräte aufstocken, haben die gesagt, nein, wir dürfen euch nicht verkaufen. So, dann haben wir deine Jungs gesucht, haben deinen Jungs gesagt, was ihr da mit United ausgekaspert habt, von wegen Junkie Pack kriegt keine Pilze mehr, das ist Schwachsinn. Ihr ruft jetzt 28 an, also United, und sagt denen, wir dürfen uns weiter Pilze verkaufen. Jetzt, die Deadline war 15 Minuten. Nach 15 Minuten habe ich bei 28 versucht anzurufen, jetzt erreicht da keinen mehr. Das heißt, ich kann heute nicht mehr meine Pilze kaufen. Und kann heute Abend kein Business mehr machen mit Pilzen. Deswegen bringt ihr mir jetzt 50 Pilze vorbei, die ihr dann morgen von United wieder zurückbekommt. Wir geben United das Geld und das Thema ist erledigt. Ich glaube, das Business ist euch ja egal. Weil... Mich interessiert nicht, was ihr da auf der Route ausgemacht habt. Wenn die uns Pilze verkaufen und das mit abgesegnet ist, dann ist das abgesegnet. Es ist nicht mehr abgesegnet, weil ihr sagt, die dürfen nicht mal uns verkaufen. Was heißt allgemein der Runde? Das heißt, die Maxi sagen auch, die dürfen nicht mehr verkaufen. Weiter. Ja, dann wollt ihr jetzt, dass wir das groß aufziehen oder wollt ihr jetzt einfach nur, dass lasst ihr die in Ruhe unser Business weitermachen, wir und die, oder wollt ihr wirklich, dass es jetzt größer aufgezogen wird? Hallo, Motherfucker. Das frage ich. Ich habe es eben auch deinen Jungs noch gefragt. So, ich will das nicht unbedingt eskalieren lassen. Ihr habt gemerkt, wie das passiert, wenn das eskaliert. Deswegen habe ich es deinen Jungs eben angeboten zu sagen, hey, ihr habt noch 15 Minuten Zeit, ihr klärt das, wir müssen es nicht eskalieren lassen. Gut. Ja. So, und dann gehen wir morgen zu United. Die geben euch die 50 Pilze wieder. Wir geben United das Geld für die 50 Pilze und United wird uns weiterhin Pilze verkaufen. Wunderbar, freut mich. Dann bis gleich. Check, ich hab Shorty in der Leitung. Gut. Er ist Shorty. Wer ist denn Shorty-Nummer? Gut, wie lange dauert das? Aber ich höre gerade, ich habe United gerade am Telefon parallel. Shorty, der Jack ruft dich gleich an. Bleib in der Leitung. Für mich können wir das doch streichen. Ihr müsst mir nichts vorbeibringen. Anscheinend kann 28er dann liefern. Gut, dann rufst du aber bitte den Shorty. Dann rufst du bitte den Shorty jetzt nach unserem Gespräch an. Sagst dem, das ist wieder in Ordnung. Die dürfen uns die Pilze verkaufen. Wer ist denn der Typ da? Gut, ich danke dir. Mach es gut. Hase, das ist doch bestimmt wieder ein Cousin von dir. Das ist der Kadi von Kadi von Jax. Shorty kriegt das ist kein Ramo. Ist kein Ramo? Aber nur Ramo, ja, Salome. Ja, wo ist der Leo? Also, was ist Fasel? Die wollen die United nicht mehr auf der Route haben. Nein, anscheinend meinte er, dass es von allen drei Geschäftspartnern so, dass nicht mehr an uns verkauft wird von United. Aber United hat uns das jetzt gesagt. Ich glaube, jetzt kriegt United dann Ärger mit denen. Aber der Typ ruft jetzt
Ja, aber das ist deren United. Sache. Ja, ja, ist deren Sache. Deswegen, der Typ ruft jetzt United an, sagt, die dürfen weiter Business machen mit uns und fertig. Und dann rufe ich jetzt in 5 Minuten Shorty an und sag, Shorty, bring mir bitte Pilze. Aber warum in 5 Minuten? Ja, weil der jetzt erst mit dem Shorty zusammen telefonieren. Muss. Ich blick da nicht mal durch, ne? Also, ja, und wenn wir sind jetzt, doch nur, wir sind doch nur ein Drogenumschlagsplatz. Warum wollen ja, die uns alle ein paar... Warum soll ich hier Kindermutter spielen? Wenn ich in 5 Minuten Shorty anrufe und sag, der hat was anderes gesagt, dann hole ich mir alle nach hier und fick alle. Mila, pack schon mal einen Schlaggang aus. Ich ruf noch mal kurz schon. Du musst heftige Bretter verteilen. Ich hab mein Waffe. Also. Wie kann dieses. Wie, warum sind das solche Schwanzlutscher, diese BOM nicht? Schieß die alle um. Gehen die mir auf den Sack. Ich baue jetzt einen Unfall mit einem von denen. Im Brattern. Ich baue jetzt einen Unfall mit einem. Ist so dumm. Von denen. Was hat er gesagt? Was nicht? Krisi? Was hat er gesagt? Schwanzlutscher. Bin denn da aus? Ins Kleidchen, ne, Tike, dann rennst du, ne? Ja, das ist selbstverständlich, ne? Dann rennst du. Ja, ja. Junge, ja. Dann wenn die aber auf dich schießen, ne? Wenn die auf dich schießen, dann wärst du dich, Bruder. Nee, ich renne. Oder solange du jetzt stehst, stehst du zurück, renn einfach. Nein, renn. Nein, der soll rennen. Der soll rennen. Wenn du keinen anderen Weg findest, dann werde ich. Wenn du in der Zwickmühle stehst, dann musst du die bessere... Ah, scheiße. Ich hab dein Geld aus. Warum? Für Joints. Ich hab gerade 170 Joints. Du musst dein Mann werden. Ich check das aber alles nicht, Junge. Permanent ist hier auf dem Server irgendwie Stress mit irgendwelchen Routen, weil irgendwelche Gangs sich die Routen teilen, Alter. Und da irgendwie zusammenarbeiten oder so. Und dann schmeißen die irgendeinen von der Route runter und der darf dann nichts mehr verkaufen. In dem Fall jetzt United. Und die haben vorhin uns verkauft. Und dann statt die Leute dann kommen wie BOM und sagen, jo, wir verkaufen euch Pilze, sagen die, nee, ihr kriegt gar nichts, weil wir Stress hatten letztes Mal. Und dann gibt's da wieder Reibungspunkte und da wieder... Komisch, auf der Koksroute passiert das geh nicht. Bei 187. Immer Gras und immer Pilze. Wir dürfen nichts mehr bekommen, natürlich. Wir nehmen uns das einfach. Wir sind der Junkie-Park. Das ist ein Drogenumschlagsplatz. Wir wollten ja nicht auf irgendeine Route drauf und die übernehmen oder so. Wir wollten einfach nur verkaufen. Ja, kann sein, dass ich das auch nicht ganz verstanden habe, aber ist mir auch egal. Ich bin hier kein OG. Ja, Opa will den Bunker. Ja, Curtis, ich stehe jetzt in das Bett, aber ich wollte dir nur noch sagen und dass du weißt, dass ich dich sehr lieb habe. Ich dich auch, aber dein komischer Kumpel... Ja, wer? Maddy Dog, soll der wieder heißt? Ja, der Maddy Dog, das ist ja... dieser Gang, ne? Ja, das ist mein Adoptivsohn, warum, ja? Ja, das sind absolute Spinner, ne? Ja, haben die wieder was bei euch gemacht, da, oder wie? Nee, die haben doch da irgendwie das mit dem... Die verkaufen irgendwie einen Großhalm Pilze oder so. Ja, okay. Und da sind noch andere Arbeiter, die da auch arbeiten und die haben an uns verkauft und jetzt dürfen die nicht mehr und... Die wollen uns halt den Hahn zudrehen, irgendwie. Okay, soll ich mal vermitteln da? Nee, das machen wir schon. Okay. Dann tu dem nur nicht so sehr wie dem Maddox, ja? Ja, aber dafür kann ich nicht garantieren. Ich weiß ja nicht, wie der sich anstellt. Ja, okay. Ja, dann habe ich dann mal... Eigentlich ja ganz in Ordnung, wo wir mal vom PD standen. Das war der doch, ne? Ja, richtig. Der mit den Nudelhaaren, ja. Genau, ich richtig. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Alles ja, so keine Ahnung. Ja, vielleicht haben die zu viel gesoffen oder so, dass die... Oder wie sagt man hier, so Drogen, Marihuana oder sowas genommen, dass die... schräg drauf sind, weißt du? Hm. Deswegen bleib ich immer schön bei meinem Kölsch, ne? Ja, besser ist das. Ja. Rammst du für Kölsch? Ja, 20 Flaschen. Okay, um dann schlafen wir, du bewilde Bunker. Okay, Curtis, ne? Ich hab dich lieb, wir hören Tschö. Uns. Tschö. Ja, es gibt eine Obergrenze, 20 Leute. Reicht in dem Bett, liegst du hier. Wo sind die anderen jetzt alle hin? Ja, die sind hier. Was machen die in der Ecke? Essen. Hat jemand was zu trinken? Ja. In dem schwarzen Taurus ist noch was. Wieder, der Taurus ist voll da, der schwarze. Ich hab keine Schüssel.
Okay. Wir haben zu Hause einen Schüssel, wenn du groß musst. Wir werden aufs Dach gehen. Ach so. Hast du jetzt schon telefoniert? Ich ruf nochmal an. Der ist immer noch besetzt, die sind immer am Telefonieren. Ich glaub, wenn die so lange telefonieren, das ist nicht gut. Ich glaub, die wollen brettern. Ja, ja. Wenn die so lange telefonieren, ist das nicht gut. Ich glaub, die wollen shooten. Also dann ist das gut für euch, ne? Weil ihr wieder Bock habt, so, aber... Nee, ich hab keinen Bock. Na, seid ihr Größen wahnsinnig? Wer hat denn was Bock? Crazy, hast du gerade gesagt, du hast keinen Bock? Hab ich nicht. Ich hab keinen Bock. Wenn das der Hase hört. Bist du gefeuert? Da kommt ein Auto, ne? Boah, ich bin gegen Volta. Oh, wir rennen schon mal, ne? Spotter. Hat ihr mal was zu trinken dabei? Nee, ich hab gerade das letzte getrunken. In dem schwarzen Taurus ist viel. Ja, oh, in dem schwarzen Taurus oh, ist alles. Oh nein, ich hänge am Autospiegel. Was ist das denn schon wieder? Was, wer? Memo. Ist doch egal. Warum gehst du nicht schlafen? Halt zum Maul. Lass mich in Ruhe. Ich hab doch gar keine Ahnung, wie das ist, allein zu sein. Guck mal auf die Uhr. Ah, Männer, 6. Oha. Resi, hören Sie auf damit. Wir müssen auch aufstehen. Ja, das wer ist denn der Typ da vorne? Welcher? AK, glaube ich. AK von der 5-6. Nee. Ja, von der 5-6. Was macht sie hier? Das ist ein Typ. Soll ich euch mal was über den Hase erzählen? Der war früher ein Jans lieber. Nein, der war früher ein Jans lieber. Klar, beruhig, die soll nicht knattern, man. Die soll einen Pommes machen. Bah! 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 Was? Bah! Was? Bah! Ich habe das gehört. Nichts hast du gehört. Gar nicht. Bah! Fick dich! Ha, ich bin mit dem Felsen in der Brandung. Versuch es! Versuch es! What's up? Versuch es! Nix kannst du. Doch. Da. Geil. Oh. Warte mal, hast du mich angespuckt? Ja. Mach das weg. Jetzt spiel damit. Warum bist du immer so gemein? Hey, du bist gemein immer. Du hast meinen Schuh an. Ja, ich hab doch gesagt, heute ist Waschtag. Komisch, ich hab Klamotten gefunden. Hat sie wieder Schwanz erzählt? Ja, ich hab auch meine Sachen nur gewaschen. Also der Typ... Er hört das immer zu. Ah. Der, okay, der Schott hat gerade angerufen und war am Lachen, um mal zu fragen, wir dürfen wieder Business mit euch machen. Und der Snoop von den BOM hat halt so zickig nachgefragt, warum die die Wahrheit verraten haben, warum die uns nichts verkaufen dürfen. Was sollen die denn da sagen? Da hab ich ihm gesagt, so, was soll Shorty denn sagen? Soll er sagen? Warum ziehen die uns denn ihre scheiß Gangsachen rein? Ja, wir wollen doch nur verkaufen. Ja. Ist mir scheißegal, ob von United, ob von BOM und wie die alle heißen. Aber der ganze Müll scheiß Kopfig für so eine Scheiße wieder, weil die wieder den Schwanz anzieht. Diese ja, BOM sind solche Muschis. Ja, aber was willst du machen? Willst du es eskalieren lassen? Willst du dein Leben aufs Spiel setzen für die Dummen? Nö. Aber ja, ich werde deren Trinkwasser gehen. Vergiften. Du kannst in Ruhe schlafen gehen. Jetzt komm mir nicht mal der Kiez, sagt der Junge. Crazy. Ich werde dir Grundwasser vergiften. Willst du heute bei mir schlafen? Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Okay, und jetzt kommt der Shorty und bringt uns Dings. Jetzt guckt der Shorty kurz bei sich durch, wie viele Pilze der hat, und dann fährt Jeff hoch. Und wer fährt jetzt einfach durch? Was denn? John. Wahrscheinlich. Oh, quietsch bist du so, bestimmt Flöchen. Auf den Schock erstmal ein Duplo. Das wird vermisst. Das hat doch nichts mit Schwanz einziehen zu tun. Wenn die schon. Ja, aber die haben doch schon Baustellen. Ja, aber nein, also die BOM meine ich, die ziehen Schwanz ein. Weil die wollen uns ficken und im gleichen Atemzug sagen sie, oh, bitte doch keinen Stress. Die wollen uns doch nicht ficken. Die haben doch Angst gehabt. Die wollten uns doch das Business wegnehmen. Ja, wollten. Ja, und dann ziehen die wieder Schwanz ein. Weil sie gemerkt haben, es wird Aua sein. Ja, richtig. Und dann verstecken die sich. Nicht mal in ihrer Hut.
Das sind halt solche Lappen. Das ist ein bisschen weich geworden in meiner Tasche. Geil. Ah. Ich glaube, das war kein Dublo, das ist doch scheiße. Once. Oha, wer kommt da hinten? Wo? Hat das schon eine Perle? John mit Perle und... Puppe! Hey Puppe, scheiß auf John, feier mit uns! Jack, hast du auch ein Duplo? Nee, ich glaube, ich hab selber noch eins. Komm bei mir. Warten Sie. Ich hab keins. Mila? Ja? Gehen wir Geister jagen? Das ist so geil. Ich schwör bei Gott, den Gedanken hatte ich gerade. Wofür habe ich meine Super Nintendo gekauft? Mit Linkkabel. Ich will auch Geister jagen, aber ich trau mich nicht. Mach das nicht. Angst, Hase. Pfeffernase. Nun komm, du bist der Hase. Jetzt reicht's. Loser. Du bist so ein Loser. Ja, richtiger Loser. Guck dich an. Steh zu meiner Angst. Wo kommst du her, Loserhausen? Wo ist das denn? Ich komm von Ace aus dem Journey. Ich komm von Ace aus dem Journey. Der Typ ist komplett weg. Ich denke, ich brauche noch 60.000 für Koks, ne? Apropos Geld, ne? Wo ist der Film? Wir wollen alle Koks haben. Wir müssen mal ein bisschen wieder Geld zusammenschmeißen, ne? Ist weggerannt, der Wiener. Wofür? Ja, wie für die Familienkasse. Ja, Jack hat doch eine halbe Million. Sind teuer. Ich hab doch letztens erst 115.000. Ja, jetzt nicht mehr, aber... Ja, und die Leute, die nur nichts abgegeben haben. Hört das? Ich kann auch was spenden. Wie viel hast du? Wir dann genau. Ich kann 50.000 spenden, wenn du wer bist du eigentlich? Ja. Ey! Das ist Tiefkühlpizza. TK. Tiefkühlpizza. Ich bevorzuge Tiefkühl. Ja. Ich habe auch wieder um die 50k oder so angesammeltchen. Gut. Die gebe ich Ihnen dann die Tage. Sehr gerne. Jut. Ich habe auch wieder 30.000 oder so. Gib mir alle auf den Sack. Ich habe 300.000, ich spare auf ein Auto. Gib gar nichts. 10 Mille. Ich habe gar nicht, also ich habe... Ich hab 60 oder 70.000. War auf dem weiß nix. Ja. Hauen Sie rein, Memo. Wie sagen wir immer so? Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Gott, das fickt dich. Was geht ab? Ich trete dich vom Fahrrad runter. Ja, ich bin am überlegen, ob wir gleich noch ein paar Ründchen Geister zocken. Aber wir warten jetzt erstmal. Die United da kommen und so. Mit den Drogen. Hallo? Willkommen. Der Max will Nintendo spielen. Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt? Nicht jetzt, Max. Okay. Wir müssen erst mal gucken wegen den Drogen und so. Wegen den Drogen. Dass alles glatt über die Bühne läuft. Bühne? Ja. Welche Bühne? Die Bühne hier. Aber das ist doch alles schon abgewickelt. Ihr könnt auflegen. Aber vielleicht passiert vielleicht nur Ärger. Ach so. Die BOM ist zu dumm dafür. Was denn? Ja, mit der United jetzt gemeinsame Sache zu machen. Da wird hier nichts passieren. Ja. Max? Ja. Zieh das Flag, wenn die United hier mal auftaucht, zieh das Flag am besten sicher. Geben Sie mir mal Ihre Nummer. Warum? Sonst haben wir auch noch Stress. Was ist der letzte Sinn, wenn das passiert? Boah. Viermal die Pump. Oh. Ich sag's nur. Ja. Ist das mit Vorwahl? Ja, viermal die Pump. Ja, aber okay. Das Bohr war nicht gegen dich, sondern gegen... Boah. Nee, das ist schwierig. Ja. Und weiter? 0602. 0692. 18. Ohne 7. Oh, Meister Krause, ich deck auch okay. Die eine ohne. Mit dem, ja, ohne.
silbernen Haaren und call den me. Schultern-Nackenmassage. Call me on the phone. The phone. Ja. Later when you need more. Genau. Sie haben mich weggedrückt. Ja, boah, ich will nur deine Nummer speichern. Boah, ich hätte richtig Bock jetzt auf... Muss man dann nicht annehmen? Aufs Junkie Camp. Bademeister. Aufs ja. Junkie Camp? Ja. Ja, endlich erfolgreiche Junkie werden. Endlich mal eine werden. Schule, ich war da lange nicht mehr. Junkie Camp. Finn, hast du nicht auch noch Geld? Was du entbehren kannst? Finn hat eine 500.000. Ich hab das ganz genau gesehen. Nee, in dem Koffer. Denn? Nee. Ja, man, Shorty, wo ist Shorty? Komm auf beiseite. Geheime Gespräch. Wer? Wir beide. Okay. Geh weg, Max. Mein Geld. Ich hab gestern die 130.000 von dem... Ach stimmt, das müssen wir auch noch klären, ne? Ruhe, wissen die nicht mehr. Hätten die nach schon heute gefragt. Und ich hab halt 70.000 in der Karre und 80.000 von mir. Das also sind... 170.000 Dollar. Nein. Du? 170. Ich hab doch gerade ausgerechnet. Okay, du hast recht. Ja. Aber ich würde mir gerne einen Primo kaufen. Dann kaufe den Primo. Aber wenn wir das Geld andersweitig brauchen, dann gebe ich erst dazu Geld. Da musst du Jack oder Johnny fragen. Okay, ich kaufe mir einen Primo. Ich brauche Geld. Warum? 500.000 für Heroin. Ich wollte schon immer einen richtig geilen Pfirsich haben. Aber frag doch die Alex, ob die einen Primo noch haben oder so. Oder frag den AK. Ich wäre aber nicht so mit 5-6 Kennzeichen, weißt du, die Primos sind immer deren Gangkarren. Was ist denn ein Primo? Ist das ein Lowrider? Ja, das, was da vorne steht, in Orange. Warte, ich muss im Mall gucken. Ach, das Ding dahinter? Ja. Wie teuer ist der? 90.000, das ist halt viel. Jo. Keine Ahnung, kauf einfach. Okay. Merken wir das übrigens, ne? Was denn? Wir küssen uns die ganze Zeit schon hemmungslos und ich habe immer noch keinen Schlüssel für den Italy. Arschloch. Oh, warte mal, wir haben einen Italy? Ja, das ist meiner. Warum hast du einen Italy? Weil ich reich bin. Achso. Yes, ich weiß. Ach, ich weiß. Genau, Hase, schraub mal einen Gang zurück. Fotze. Sonst gibt's einen Blackout. Ach, war das Wasser. Die sind alle. Ich schwör, das sind so, alle wie ich hier heute furze, habe ich so das Gefühl, dass ich Methan im Bauch hab, ne? Es hat Methan. Ja, aber du hast Methan. Ist das Methan? Ja, ne? Na klar. Ja. Du bist wie eine Kuh. Was ist eigentlich, wenn du ins Wasser gehst? Gehst du dann unter? Keep up! Nichts ist auf dem Boden. Und ich singe bitte. Jack, was ist jetzt Phase? Kommst du United jetzt? Jeff ist schon losgefahren, holt das ab. Aber ganz ehrlich, eigentlich, ne, für die Frechheit müssten die so einen reinbekommen eigentlich von uns, ne? Wie weißt du? Dass die uns das erst verbieten, so. Ja, die haben das aber, die Schott sind... Das, wirklich. Ja. Das ist so eine linke ja. Scheiße gewesen. Im Endeffekt schon. Ich bin hier lähmt. Mein Wasser wurde vergiftet. Was? Mein Wasser ist vergiftet. Wie? Ganzer Teamspeak abgeraucht. Ey, das kommt perfekt, ne? Ohne Witz. Es kommt perfekt. 23 Uhr. Nee, ich kann jetzt nicht einfach abholen, das wäre RP-Flucht. Ich muss da trotzdem ausspielen. Aber zum Glück bin ich auf dem Fahrrad, Alter. Jetzt kann ich dicke Stunts machen. Nicht schlimm. Wir sind nicht in der Pommes.
Okay, auf die Megamall. Jalla, hoffentlich schaffen wir noch. Hallo, Motherfucker. Ja, ja, Freezer, ich sehe das im Teamspeak, wenn die Leute connecten, dann restart ich. Weißt du noch, auf dem Gangwars-Server, Jazz? Ist halt irgendwie komisch mit der neuen Tastatur, Mann. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Nee, schaffe ich nicht. Ist halt wirklich so. Ich brauche viel mehr Druck jetzt für die Leertaste. Das ist halt ganz weird. Ich kann dir nicht erklären, wie das geht, Bruder. Oder ich bin zu alt geworden. Hier habe ich mit Crazy bin ich hier mal gefahren. RIP. Uns geht Puma. Ja, Minus ist bei mir muten. Ich habe einmal Full Mute und einmal Dings. Einmal nur Mikrofon. Nein, wir gehen nicht schlafen. Der Herr! Der Herr, das ist mein Fahrrad! Oh, entschuldigen Sie. Bist du raten? Scheiß dreckigen Kriminellen. Hast du das auch gehört? Die Frauenstimme? Ja, ich ficke den. Was willst du? Du fickst mich niemals, Kollege. Ja, ist jetzt auf jeden Fall... Ja, okay. Was denn? Was denn? Ja, ist auf jeden Fall geklärt. Jeff fährt da jetzt hoch, holt die Pilze fertig. Okay. Trotzdem haben die eigentlich Antworten. Was war das denn? War das denn ein Zahnspange, die du Ja. Für das gerade Lächeln. Ja, aber, also, ja, wir könnten die ficken dafür, aber für mich hat es einfach wieder die Bestätigung gegeben, ne? Dass die alle merken, die sind scheiße und wir sind krass. Also mir reicht das, wenn Leute den Schwanz einziehen. Oder wie Mila würde sagen, du schwanz.
Da wird, glaube ich, sowieso morgen noch was kommen. Ja, ist ja okay. Wenn da morgen wieder volle Mannstärke auf der Matte steht, dann ist das so. Weil deren Papa nicht da war. Der war da. Ja? Ja, der Snoop, mit dem habe ich. Der war erst im Krankenhaus. Snoop, aber die letzten Telefonate habe ich immer wieder mit dem gesprochen. Snoop? Ja. Das ist Oberpapa. Das ist der Triple OG. Ist der Rang 10? Ja, ich wollte morgen Filmetag machen, ne? Eieieiei. Ja, ich muss mal, ja, ne, ja, jeden Tag auf Tour her. Da ist ein bisschen mein Kopf so wild schwer. Anstrengend für dich, ne? Ja, voll anstrengend. Mhm. Ja, ist wenn man das so schreiben, wir in eine SMS. Oder machen wir Fotos für die SMS, Bruder? Was oh, quatsch du? Wir machen dir Fotos, wie sie alle im Schmutz sind. 2, 3, Piccolo, nicht. Was? Aber ich denke mal, Nachtschicht geht wieder dahin, ne? Nein. Die Nachtschicht geht dahin, Alter. Da kannst du aber einen drauf lassen. Okay, Juni, sein Call. Mir ist egal. Gut. Ich hab nur gesagt, dass ich bereit wäre. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, geht. Wenn nicht, dann nicht. Der Schichtplan ist heute, in den Süden gelegt. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute hinfahren. Wie? Ja, Philipp, wer ist denn die Frau? Komm, wir Freundin fahren zu Zoll. Das ist die City. Wer bist du? Die Freundin von John. Warum? Wir haben eine Gang, willst du beitreten? Cinderella? Nee. Warum willst du keine gelbe Fleck? Du darfst dich dann noch Jaldi nennen. Ja, nein. Komm schon. Nee. Duch. Nein. Duch. Nö. Duch. Nö. Duch. Nö. Nö. Ich hab keins. E-Klasse. John, warum will deine Freundin nicht in die Gang beitreten? Der. In welche Gang? Der Karl bei den kommt Jardis jetzt vorbei, ne? Gut. Wer kommt vorbei? Der Karl. Wer ist denn Karl? Karl S.? Nee. Karl! Alter! From the Mount Everest. Das ist der von The Lonely Gentleman. Was ist Lonely Gentleman? Die Werkstatt. Die Werkstatt. Und was will der hier? Der ist eigentlich ein guter Freund von mich, sag ich mal so. Dann küsst er nur. Ja. Deswegen kommt er vorbei. Was ist eigentlich mit Ritzmann? Keine Ahnung. Das weiß keiner. Urlaub. Ja, der wollte uns aber die Werkstatt vom Urlaub geben. Ja, die ist aber nicht mehr auf seinem Namen, ne? Die haben den da rausgeschmissen. Ja, da müssten wir eigentlich mal dahin fahren, ne? Dann können wir jetzt in Erfahrung bringen, gleich, wenn der da ist. Das geht so nicht, unseren Freund abziehen, nur weil der im Haiti-Urlaub ist? Oder auf den Philippinen? Ah, deswegen können wir auch mit Karl auch noch sprechen. Karl! Das tötet Menschen. Also steht auf dem Nachtschichtplan dann auch bald die Werkstatt, ja? Nee, das ist keine Nachtschicht. Das Ding machen wir zu, wenn du uns verarschen willst. Ja, wir machen das. Ritzmann ist einer von uns und einer von uns behandelt. Keiner bin Hund. Einer von uns. Einer von uns. Jemand fängt mit den Hundefängern. Halt die Fresse. Mir ist ein Zahn dabei rausgefallen, als ich das gesagt habe. Das glaube ich. War kein Zahn, war TikTok. Ah ja, war TikTok LG. Hab TikTok reingesteckt vorher. Der Mint für gute Atem. Welche Lady kommt da? In der Taurus. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Exemplar, dann wird das Diana. Das ist eine Typ. Also. Komm, wir reden mal mit dem. Was geht ab, Karl? Ja. Nicht viel, wer bist denn du? Karlchen. Ich bin Karldes. Ich hab da ein paar Namen für dich, die damit komplett zu tun haben. Hau raus. Jackson Tyler, geboren am 3.10.1999. Jackson Tyler, ja.
Also geboren 3.10.1990. Jetzt hat meine Munition weggeballert. 3.10.1990, alles klar. Ja, ich nehme alles. Jordan Stone. Jo, den habe ich auch, der wurde vom Fahrrad geholt. 2.6.1998. 2.6.98. War das erste Geburtstag nicht 99? Habe ich schon gesagt, ja. Ja, aber ich glaube, der hat 90 aufgeschrieben, oder? Ich habe 90 aufgeschrieben, ja. Aber 99. Gut. Alles klar, jo. Jaylan King. Jaylan, ach du Scheiße, wie schreibt man das? J-A-Y-L-A-N. Dann King. Ja. Oh, Alter, aber voll die Biene. 26.10.96. 26.10.96, jo. Louis White. Jo, den habe ich. Da weiß ich kein Geburtsdatum. Okay. Und dann noch einen Billy Spencer. Über was redet ihr gerade? Ne? Spencer. 4.11.1990. 4.11.90. Okay, also so wie ich das jetzt gerade mitbekommen oder wie ich das mitbekommen habe, ist das so, dass gestern oben am Weinwood PD ein Mannequin da von euch hingerufen worden ist. Mhm. Der kam dahin, der wurde von 3 Leuten da hochgenommen. Mhm. Was wollten die genau von dem? Die haben auf jeden Fall mal seine Waffe mitgenommen. Seine Waffe haben die mitgenommen. Und ich glaube, ein bisschen Geld oder so, was er dabei hatte. Mehr wollten die nicht von dem. Weiß ich nicht. Und dann haben sie ihn halt noch provoziert, sind da irgendwie noch für 3-mal gefühlt oder 2-mal oder einmal mit dem Mittelfinger dran vorbeigefahren und solche Sachen. Okay, und der hat dann jemanden vom Fahrrad gepittet. Ja, der hat den dann erstmal, der hat die dann erstmal verfolgt, dann haben die auf den geschossen. Ne? Ja. Ich hab keine Ahnung mehr, Karl. Und einen von denen hat er vom Fahrrad gepittet, ja. So was macht man aber nicht. Und klar, fühle ich. Und dann, vorhin waren welche an eure Werkstatt. Genau. Und wollten da die Werkstatt hochnehmen, oder wie? Keine Ahnung, was die wollten. Ich gehe mal davon aus. Ne? Also, die haben halt von mir Anweisungen, möglichst alle Kunden raus, wenn die drin sind, ja. Und die erstmal in eine Werkstatt reinsetzen, ne. Dazu und mal gucken. Was da, und dann halt mal erstmal jemanden rufen, der sich drum kümmert. Okay. Gut, jetzt hast du aber erstmal ein paar Namen, ne? Mhm. Was möchtest du jetzt genau von uns noch? Ich wollte gar nichts von euch eigentlich. Okay, okay. Nee, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Jo. Bezüglich Dretzi. Jo. Der ist ja noch Besitzer von da oben, richtig? Soweit ich weiß, hat Bonsai den rausgeworfen. Wer ist Bonsai? Der andere Besitzer. Aber wie kann der den einfach rauswerfen, wenn der Anteile von dem gekauft hat damals? Da bin ich raus, da kann, ne, ich weiß nicht, was da los ist, ne, ich weiß nicht, was da, ich okay. Bin nur Meister, das weißt du. Ja, das weiß ich, aber hätte ja sein können, dass du irgendwie mehr mitgekriegt hast. Ne, wie gesagt, da kann ich dir nichts konkret zu sagen, musst du gegebenenfalls mal Bonsai fragen oder so. Ja, wahrscheinlich hat er den rausgestrichen Dings da, weil Dretzmann vorbei, wo du bist. Kann sein, ja. Aber rein theoretisch könnte er den gar nicht rauswerfen, weil er hat ja 50% Anteile, ne? Ja, aber wenn Dretzmann sich entscheidet, in Hawaii zu bleiben. Also das, was ich halt weiß, also das mit den Anteilen ist auch so eine Sache, ne? Die damals lief. Ich weiß nicht, was dir da erzählt wurde. Weil richtig, also ich weiß nicht, was dir erzählt wurde, wie er sich quasi eingekauft hat. Ja, irgendwie mit Schutz oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas so gefühlt oder so. Irgendwie, ja, sowas in der Richtung habe ich mitgekriegt. Ja. So, aber inwiefern das wirklich einkaufen ist, ist auch so eine Sache. Und der Vertrag, der halt aufgesetzt wurde damals irgendwie, der ist auch so ein bisschen komisch, ne? Warum? Ich weiß nicht, Bonsai hatte mir mal gezeigt gehabt, ich hab den... Dretzmann ist nur Relief unterwegs, der kommt irgendwann wieder. Ich hab da nochmal so drüber geguckt gehabt, der war irgendwie total komisch formuliert teilweise und so. Naja, was der mir gesagt hat damals ist, dass der ein richtiges Schreiben auch von dem Ben Träger hat, von dem... Ja, ja. Aber das war gefühlt, kannst du dir auch den Hintern mit abwischen, das, was da drin stand. Ja, zum Glück sind wir in den Junkie Park. Die Hälfte von uns kann nicht lesen. Na, das Ding ist so, Dretzi ist eh einer von uns, ne? Mhm. Und das Ding ist so, wir hätten die Scheiße jetzt weiter übernommen, ne? Okay. Wie gesagt, ne, also... Weil, das, guck mal, siehst du, jetzt habt ihr wieder so ein Problem oben an der Dingens gehabt, an der Werkstatt. Und eventuell, wenn die Leute wissen würden, dass ihr beschützt werdet von uns, würde das zum Beispiel nicht passieren, weißt du? Mhm.
Weil dadurch, dass er jetzt den Dretzi rausgehauen hat und die 56 jetzt momentan nicht mehr am Start sind, denken die Leute vielleicht wieder, ihr seid freiwillig, weißt du? Glaube ich einfach mal vom Gefühl her nicht theoretisch. Weil ich habe auch gehört, dass da wohl irgendwie ein bisschen mehr teilweise auch aktuell los ist. Da war wohl auch eine Sache beim LSC, wo irgendwie eine Schrotflinte irgendwie im Spiel war. Ach, und gestern auch, ne? Und gestern irgendwas war doch bei Speedy. An so eine Werkstatt, eine Geiselnahme. Vielleicht sind da welche unterwegs, die die Werkstätten hochnehmen. Und gucken, vielleicht Dings erpressen wollen. Juni. Keine Ahnung. Ja, wir können doch mal mit diesem Bonsai quatschen. Ja, ja. Ja, das Problem ist, er ist im Moment sehr viel im Haus. Ja. Ja, dann gehe ich da rein ins Haus. Ja, quasi. Also ich bin quasi aktuell Chef. Gefühlt. Hm. Was ist die Nummer von dem? Vom Bonsai? Ja, ja. Ja, natürlich. Aber der wird wahrscheinlich im Haus sein. Ist Bonsai nicht eine Blume? Ein Baum. 4-8. Ja. 7-9. Ja. 9-5-4. Okay. Braucht ihr mich noch? Nee, alles gut. Dann geh schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Tschüss. Moin. Nix pennen Geisterjagen, Junge. Was zum... Ich glaube, ich muss da echt irgendwann mal mit. Wohin geht der? Geht der arbeiten? Ja. Ja, okay, ja, ich geh schlafen. Ja, gute Nacht. Ich kann eine Runde Mehl machen. Ich kann eine Runde Mehl machen. Gestern schlafen, gute Nacht. Gute Nacht. Als ob ich irgendeiner verstanden hat, Alter. Okay.